Liebe Gemeinde, wir haben uns heute hier versammelt, um dem Herrn zu danken. Gepriesen sei sein Name, seine unendliche Weisheit und seine unerschütterliche Gnade. Wollen wir gemeinsam danken und jetzt mach schon auf. Dinge des Lebens. Mann, hast du uns die Suppe hier eingebrockt? Was? Was? Wieso ich? Weil du Vollidiot Jens eingeredet hast, dass seine Mastersammlung keinerlei Wert mehr hat und deshalb sein ganzes Leben völlig sinnlos ist. Seitdem ist Jens auf diesem Trip. Kann ich denn ahnen, dass er sich deswegen gleich so aufführt? Also mir reicht das scheiß Bibelquatsch jetzt jedenfalls. Hey Jens, du kannst mit dem Bullshit aufhören, Mann. Christoph hat ihn nur verarscht und seine Masters Toys verlieren nicht an Wert. Was? Halleluja! Och, willst du jetzt trotzdem mit dem Kram hier weitermachen? Ach, scheiß drauf! Kommt, wir gehen jetzt erstmal gepflegt einen saufen! Und herzlich willkommen zu der 97. Ausgabe von Nightcrow. Mein Name ist Christoph und ich bin natürlich nicht alleine. Bei mir ist zum einen der Julian. Hallo. Der Gordon. Hallo. Und natürlich auch der Jens. Hallo. Ja, hallo Jungs. Ich wünsche euch erstmal ein frohes neues Jahr an der Stelle. Wir haben uns ja noch nicht gesprochen dieses Jahr. Ich bin ja jetzt das erste Mal wieder dabei. Am letzten Mal war ich leider verhindert. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich, jetzt wieder dabei zu sein hier im Nightcrow-Studio. Und ja, was können wir uns Smalltalk-mäßig heute aus den Fingern saugen? Ja, ganz klar. Ich muss es ansprechen. Morgen ist St. Valentine, beziehungsweise der Feiertag der Floristen. Deshalb meine Frage an die Runde. Jens, Valentinstag, du bist ja verheiratet. Schenkst du deiner Frau einen Strauß Blumen? Ja, also entweder das oder irgendwie eine andere Kleinigkeit. Also irgendwas findet sich da immer, aber wir machen das auch nicht jedes Jahr, sage ich ganz ehrlich. Kommt also auf die Stimmung drauf an, morgen denke ich aber schon. Auch so schön mit so einem Pralinenherz unterm Arm? Nein, also so kitschig ehrlich gesagt dann nicht. Obwohl ich bin schon ein romantisch. Ja, ich bin aber schon ein romantischer Mensch, muss ich gestehen. Aber es ist tatsächlich so, nicht jedes Jahr. Es ist mal so, dass ich da mal mit was um die Ecke komme oder auch einfach nur meine Frau und an manchen Jahren sind wir es auch beide. Aber wir haben ja jetzt auch schon so ein bisschen an dem ironischen Unterton in deiner Stimme und auch in der von Julian so gehört, dass das natürlich nicht so unbedingt was für Männer ist und sage ich ganz ehrlich, ist auch so. Aber nichtsdestotrotz finde ich, ist immer wieder schön, wenn man dann trotzdem hier und da mal was macht. Aber auch nicht jedes Jahr. Ist genauso auch wie mit Fasching. Dieses Jahr scheint das richtig groß zu sein. Für mich dieses Jahr muss es nicht sein. Also dieses Jahr habe ich das getrost ausfallen lassen, obwohl ich schon echt Bock hätte, mal mit meiner neuen Errungenschaft, mit der ich gerne hier und dort mal angebe, nämlich dem Intercontinental Champion Gürtel mal einfach, ohne dass einer doofe Fragen stellt, durch die Straßen gehen zu können. Ist nämlich ein kleiner Jugendtraum von mir gewesen. Seit 26 Jahren bin ich ja Wrestling-Fan und immer wollte ich schon einen dieser Gürtel haben. Jetzt habe ich es tatsächlich mal geschafft. Das muss keiner verstehen. Das sind einfach so diese persönlichen, nostalgischen Gefühle und ich bin schon, ehrlich gesagt, ein bisschen stolz drauf. Aber gut, das jetzt nur so am Rande. Aber ich finde auch, es muss ja nicht jedes Jahr sein. Ja, du hast gerade gesagt, das ist ja nicht so für Männer, deswegen frage ich mal unseren Spezialisten in Sachen Romantik. Gordon, wie sieht's denn bei dir aus mit Valentinstag? Schenkst du deiner Freundin etwas? Ich habe ihr heute schon was geschenkt. Oh, man höre. Das auch. Ja. Also wir halten uns da nicht so wirklich an die Tage, aber wir haben tatsächlich mal geplant, morgen was zusammen zu machen. Und ja, ich habe auch schon ein Geschenk für sie, nämlich eine Sache, die sie seit längerer Zeit gesucht hat und dann
ja, kriegt sie das halt und freut sich darüber. Und der, weil ich ja der Meister der Geschenke bin, ist das natürlich dann auch immer ein innerlicher Triumph für mich. So, und ansonsten, ja, keine Ahnung. Also ich meine, ob man den nun feiert oder nicht, bleibt eigentlich jedem selber überlassen. Wir haben uns jetzt überlegt, wir machen morgen Abend mal was, weil ich morgen auch schon wieder länger arbeiten muss. Und dann, ja, gucken wir am Ende mal. Und das war's dann auch. Aber ja, keine Ahnung. Also ich bin irgendwie eher der Meinung mittlerweile, ich schenke ihr dann eher was, was sie wirklich gebrauchen kann, anstatt jetzt wieder irgendwie mit, kommst mit Blumen und mit I love Milka um die Ecke. Ja, ne, also das ist dann auch so ungefähr das Einfallsloseste, was man hat. Jetzt alle Typen vorm Bildschirm, oh nein. Aber die haben wir da abgeholt hier. Ja, so ist es, Bitches. So, also ja, da muss man ganz ehrlich sein. Julian, ich habe gerade so ein Bild im Kopf, und zwar dich mit einer Rose im Mund und einer Gitarre in der Hand, und dann trällerst du deiner Freundin was vor. Ist das so? Wie soll ich denn trällern mit einer Rose im Mund? Ja, horror, 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 horror. Ach so, ja gut. Mhm. Nö, bei uns wird das, denke ich, auch. Hallo? Ja, das, ja. Die holen mich gleich ab. Wir dürfen nicht drüber sprechen, denke ich. Das ist so hier eine Vorsichtsmaßnahme. Nee, bei uns wird das auch, denke ich, unter den Tisch fallen. Meine Freundin hat 6 Tage danach auch Geburtstag. Also von daher kommt dann alles so zusammen. Also einen künstlichen, zusätzlichen Tag brauchen wir da eigentlich nicht. Ist jetzt unser 5. Valentinstag und wir haben da nie was gemacht. Ja, sehe ich ähnlich. Ich meine, es ist ja tatsächlich so. Der Tag wurde ja tatsächlich nur eingeführt, damit die Floristen in Rheinbach machen. Ja, weiß ich nicht. Also ich sehe das genauso. Also ich meine, ich kann meiner Freundin jedes Jahr was schenken. Nur weil jetzt der 14. Februar ist, muss ich nicht losrennen und wie Gornatz treffend formuliert und eine I Love Milka Pralinen-Schachtel kaufen und sagen, hier, die Nougat-Stückchen habe ich aber schon rausgegessen. Nein, natürlich nicht. Ja, es liegt natürlich kalendarisch ganz gut, genau zwischen Weihnachten und Ostern, und dann kann man so das Ganze wirtschaftlich nochmal ankurbeln, ne? Aber ja, ich will das auch niemandem mies reden, um Gottes Willen. Wer das gerne zelebriert und da sich auch jedes Jahr drauf freut und da bestimmte Rituale möglicherweise hat, der soll das bitte so durchziehen und sich das nicht vermiesen lassen. Und es geht viel im Internet rum, gerade auf Facebook, auch jetzt schon, was da ja reichlich gegensteuert, und das muss man dann einfach mal wegstecken oder ignorieren. Das stimmt, denn der Jens hat vorhin auch was Interessantes angesprochen, nämlich dass Karneval oder Fasching dieses Jahr so groß ist. Ich war letzte Woche auf einen Lehrgang, und da waren Leute aus Dresden da. Das waren, glaube ich, zwei Leute. Und da, die haben ja eigentlich mit Fasching so rein gar nichts am Hut. Und der Seminarleiter, das war so ein Anwalt, und der hat dann irgendwie auch was erzählt von wegen so, ja, von wegen Fasching kam er irgendwie auf das Thema, und dann meinten die so, ja, feiern wir bei uns auch. Wo ich mir nur gedacht habe, so, was im Osten, seit wann feiert man da Fasching? Das war ja ganz was Neues. Ich habe auch bei Facebook gelesen, ein Kollege, den der Gordon und der Jens und ich kennen, nämlich der Leiter von dem Himanischen Quartett, der Riley, der hatte, glaube ich, auch vorhin irgendwas mit Fasching gepostet, wo ich mir auch so dachte, der kommt doch irgendwo da aus Bayern, meine ich, da die Ecke, da ist das doch auch überhaupt nicht vertreten. Also es hat mich auch irgendwie gewundert. Es ist generell so, dass ich sagte, er kommt aber nicht ursprünglich aus Bayern. Nee. Ach so, okay. Vielleicht feiert er es deswegen. Okay, das kommt gut. Also wo jetzt der Sepp gebürtig herkommt, weiß ich gar nicht. Also ich weiß halt nur, dass er da in Bayern da irgendwo wohnt. Na gut, aber Jens, du wolltest gerade noch was sagen. Ja, schlicht und ergreifend, dass mir das mal so aufgefallen ist, ist jedes Jahr irgendwas anderes etwas mehr gehypt wird. Mal ist es, geht nicht an. Nee. Mal ist es irgendwie, dass sie sich Ostern raussuchen oder jetzt halt eben irgendwelche anderen Feiertage. Manchmal wirkt das auf mich so nach dem Motto, dass die Leute gucken, was haben wir noch? Also ich habe jetzt gerade irgendwie Bock zu feiern, was haben wir denn da gerade? Ach, da ist ja jetzt gerade irgendwie das und das, und das holen sie dann irgendwie gerade so ein bisschen mehr hervor, und in anderen Jahren ist das gar nicht so groß, habe ich so das Gefühl, außer Weihnachten und Silvester und so weiter, das ist ja klar, aber gab jetzt auch mehrere Jahre, wo zum Beispiel Ostern überhaupt keine Rolle gespielt hat, wie jetzt halt eben auch im Fasching. Ich weiß nicht, ob das in meinem Bekanntenkreis liegt, keine Ahnung, aber auf einmal, jo, Fasching hier, Fasching da, und hast nicht Fasching gesehen, und was, ach ey, das ist manchmal ganz komisch. Ja, also ich persönlich konnte mit Karneval nie irgendwie groß was anfangen, weil ich bin ja gebürtiger Duisburger, das liegt ja da in der Nähe von Düsseldorf, und da ist bei uns war Karneval oder ist Karneval eigentlich auch
jetzt nicht so super groß wie in Köln oder in Düsseldorf, aber doch schon recht ordentlich vertreten. Aber ich konnte da nie was mit anfangen, schon als Kind nicht. Also ich mache gerne Cosplays so für Comic-Cons oder sowas, kein Ding. Aber so mit Karneval kann ich überhaupt nichts anfangen. Weil für mich ist Karneval, ich will jetzt nicht alle unter einem Kamm scheren, um Gottes Willen, wer daran Spaß hat, soll das auch gerne machen. Aber für mich persönlich ist das immer so erstmal erzwungene Fröhlichkeit. Und zweitens, ich habe immer so den Eindruck, dass wirklich die obersten Spießer der Spießer Karneval feiern, die sich dann irgendwie an Karneval so eine rote Clownsnase aufsetzen und dann meinen, jetzt sind wir aber lustig. Ja, das sehe ich in ähnlicher Art und Weise. Obwohl ich wirklich gedacht habe, dass es doch eher so dein Ding ist, weil mit dem, was du schon angesprochen hast, Cosplay und so weiter, ist ja da dann die perfekte Gelegenheit eigentlich. Ja, es geht. Also ich weiß nicht, wie das heutzutage ist, ne? Aber ich kenn's halt nur so aus meiner Kinderzeit und da war halt ja immer so, was weiß ich, dass man sie diese billigsten Verkleidungen der billigsten Verkleidung, ne? So entweder als Cowboy oder als Seemann oder so ein Scheiß, weißt du? Wie gesagt, ich weiß natürlich nicht, wie es heute ist, weil ich da auch gar keine Affinität zu habe. Ne? Ich habe mir da auch noch nie einen Umzug oder so angeguckt. Kann vielleicht sein, dass heutzutage da auch der ein oder andere Superheld da mal rumrennt. Das möge vielleicht so sein, aber wie gesagt, habe ich nie so die Affinität zu gehabt zu Karneval. Apropos Superheld, da würde ich dich doch gerne mal was fragen. In einem privaten Gespräch zwischen uns beiden hast du ja schon durchblicken lassen, dass du an einer Rezension über Black Panther nicht so wirklich Interesse hast. Wie kommt das denn? Du willst den Film nicht mal gucken? Nee, weil ich kenne mich mit Black Panther erstens überhaupt nicht aus. Ich habe, glaube ich, noch nie einen Comic von dem in der Hand gehabt. Ich kenne den, ich weiß nichts über den Charakter, wirklich gar nichts. Also so ein paar Eckdaten, okay, aber sonst überhaupt nicht. Der Trailer war zwar okay, also es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, boah, es wird der Scheiße, das nicht, aber ich weiß nicht, ob ich dafür ins Kino gehen möchte. Also ich werde mir den angucken, ja, wenn der vielleicht irgendwie bei Amazon mal für 5 € oder so ist. Aber ich glaube auch nicht, dass man den für den Infinity War gesehen haben muss. Ganz ehrlich nicht. Das kann ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht sagen. Müssen wir natürlich abwarten. In ein paar Tagen startet der schon. Ich werde ihn auf jeden Fall gucken. Gordon natürlich auch. Julian hat schon eine Dauerkarte. Ja, 20 Mal mindestens. Ja, natürlich. Nee, wenn du damit nichts anfangen kannst, ist ja okay. Aber ehrlich, das hatte mich dann doch ein bisschen überrascht. Aber gut, ich habe jetzt natürlich auch jeden von den Filmen gesehen. Manche von denen, wo ich gesagt habe, so Ant-Man oder sowas, dachte ich mir auch so, hä? Habe ich noch nie vorher von gehört? Ant-Man? Wer? Und ganz besonders bei Doctor Strange, das waren alles so Dinge, die mir überhaupt nichts gesagt haben. Ja, also Doctor Strange habe ich damals auch nicht im Kino geguckt, weil ich sehe das auch irgendwie so ein Kostenrelle, also vom Kostenfaktor her. Aber ich meine, was soll ich jetzt 17 Euro für eine Kinokarte ausgeben, wenn ich mir den Film sowieso auf Blu-ray kaufe? Also klar, wenn das jetzt ein super geiler Film ist, ist das eine andere Geschichte. Oder wenn ich den unbedingt sehen will, das ist eine ganz andere Sache, kein Ding. Aber wenn ich da jetzt nicht schon so die Intention habe, so nach dem Motto, ja, weiß ich eh nichts von, was soll ich mir das angucken? Weil wenn ich mir die Blu-ray werde ich mir so oder so kaufen, schon allein wegen der Sammlung, weil ich ja auch alle Marvel-Filme hier habe. Was soll ich jetzt 17 Euro ausgeben, wenn ich den sowieso für in ein paar Monaten für 5-6 € nachgeschmissen kriege? Na gut, ein bisschen länger wird's ja dauern. Mich würde, bevor wir mit dem Hauptthema anfangen, von euch jetzt generell, weil das ist ja sowieso ein Thema, wo wir alle Interesse dran haben, ich habe mal mit einem ehemaligen Gast von uns, einem Bekannten, auch gesprochen über Solo, A Star Wars Story. Er ist ja absoluter Star Wars Fan. Genau genommen ist das der Christoph, der vor etlichen Zeiten mal hier bei uns zu Gast war. Und er sagte, er prophezeit dem Film, ein Flop zu werden. Beziehungsweise sagte, das wird ein absoluter Mistfilm werden. Also mich würde mal von euch interessieren, ob ihr das genauso seht. Nö, nee, warum? Weil der extreme Produktionsschwierigkeiten hat. Es hat ja zum Beispiel auch der Regisseur gewechselt zwischendurch. Es wurden viele Parts einfach komplett neu gedreht. Ich glaube, weiß nicht, war das sogar einer der Hauptdarsteller oder der Hauptdarsteller. Ich habe das nicht ganz so verfolgt, deswegen kann ich das nicht so genau sagen. Aber ich glaube, unser Superhirn Gordon weiß noch wieder ein bisschen mehr. Weißt du zufälligerweise, was da passiert ist? Nee, da weiß ich gar nichts drüber, ehrlich gesagt. Da habe ich mich nämlich null mit beschäftigt bisher. Wirst du den gucken?
Ja, ich gehe schon davon aus, weil meine Freundin nun absoluter Star Wars Nerd ist und die wird dann jedes Mal an meinem Armzipfel hängen und sagen, gib mir jetzt da rein! Und dann werde ich irgendwann sagen, ja. Und dann sitzen wir da drin und dann ist das schon in Ordnung. Also ja, ich meine, es ist natürlich meistens kein Garant für Qualität, wenn Regisseure wechseln oder mehrere Leute da irgendwie hintereinander dran arbeiten. Kommt natürlich immer drauf an, ne? Also sieht man jetzt ja bei Star Wars Episode 8, und ja, da, keine Ahnung, also muss man einfach sehen, glaube ich. Ich würde den einfach abwarten. Also bis jetzt, vom Trailer her, wirkt er auf mich nicht so überragend. Und jetzt wissen wir auch, was Gordon seiner Freundin schenken wird morgen. Nee, ist hier nicht. Hat einfach komplett gar nichts damit zu tun. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben heute uns einen Film ausgesucht, der jetzt mittlerweile knapp 19 Jahre alt ist. Den wollen wir nämlich besprechen. Nämlich, aber was soll ich jetzt die Worte vorwegnehmen? Dafür haben wir natürlich unsere Susi. Und ja, bitte Susi, walte deines Amtes. Es ist mal wieder Zeit für eine neue Ausgabe. In dieser Sendung dreht sich alles allein um den Mystery-Thriller Die Neun Pforten von Roman Polanski aus dem Jahr 1999 mit Johnny Depp in der Hauptrolle. In dieser Geschichte versucht ein skrupelloser Buchhändler, hinter das Geheimnis eines alten Buches zu kommen, welches demjenigen, der es enthüllt, den Weg zum Teufel offenbart. Johnny Depp spielte die Rolle des Dean Corso, zwar nicht wie er es eigentlich vorgesehen hatte, war aber von der Darstellung seines Stars so beeindruckt, dass er Depp gewähren ließ. Diese und andere Fakten über den Film inklusive der Meinung aller Talker erwarten euch in der nun kommenden Rezension. Vielen herzlichen Dank, Susi, und wir kommen jetzt auch schon direkt zu unserem heutigen Hauptthema. Und zwar, wie angemerkt, besprechen wir heute Die Neun Pforten, ein Film von und mit, nein, natürlich nur mit Johnny Depp. Und der Jens schreibt immer so großartige Einleitungen. Beziehungsweise, hast du überhaupt eine Einleitung geschrieben? Nein, den Film kenne ich so in- und auswendig, dass ich mir gesagt habe, das mache ich einfach so aus dem Kopf raus. Ah, also frei von der Leber weg. So mögen genau, wir das. Jawohl. Improvisation, also bitte, Jens. Ja, wir haben einen Bücherexperten, wo wir ganz am Anfang sehen, dass er da irgendwelche Leute abzockt und dann ganz schnell auch merken, was für ein Früchtchen das eigentlich ist. Also der geht über Leichen. Das ist ein Typ, der im Auftrag von Büchernarren und Närrinnen, ja, dann immer mal wieder irgendwelche andere Sammler ausspioniert, beziehungsweise Bücher ranschafft, die diese dann haben wollen oder Sammlungen aufkauft etc. Naja, und der heißt Dean Corso, und Corso wird eines Tages dann auch beauftragt von einem gewissen Boris Balkin, der drei Bücher miteinander vergleichen soll. Balkin hat ganz frisch Die Neun Pforten erworben, und um dieses Buch rankt sich ein Geheimnis. Genau genommen versucht Balkin damit, den Teufel zu beschwören. Merkt aber scheinbar ganz schnell so, das funktioniert nicht. Und er denkt sich, vielleicht ist mein Buch ja eine Fälschung. Von den, keine Ahnung, wie viele Büchern es damals gegeben hat, haben nur drei ein riesiges Feuer überlebt. Ausgerechnet die drei. Und Corso wird dann von Balkin beauftragt, er soll losziehen, ich glaube, in die Schweiz und nach Paris, und soll dort die beiden Bücher mit seiner Version vergleichen und herausfinden, ob seines eine Fälschung ist. Und wenn ja, und nach Möglichkeit, die anderen beiden Exemplare auch zu beschaffen. So, genau das macht Dean Corso auch, vergleicht die Bücher miteinander und kommt dabei einem Geheimnis auf die Spur und ja, begegnet einer seltsamen, mysteriösen Fremden und einem, ich sag mal, okkulten Club von Superreichen, und mit denen muss er sich dann inklusive seines Auftraggebers auseinandersetzen. Was genau das alles ist, das werden wir jetzt erörtern.
Ganz genau. Also der Film heißt The Ninth Gate, beziehungsweise deutscher Titel Die Neun Pforten. Produktionsland war Frankreich und Spanien. Erschienen ist der Film 1999, Länge ist 128 Minuten, Altersfreigabe ist der ab FSK 12, Regie führte Roman Polanski. Ja, und wen haben wir denn da in den Hauptrollen? Gordon, magst du uns da mal die wichtigsten Protagonisten mal vorstellen? Ja, also natürlich in der Hauptrolle des Filmes haben wir Johnny Depp, der wahrscheinlich auch so der bekannteste Name dann unter den Leuten hier ist, als seinen Auftraggeber Frank Langella, der Boris Balkan spielt, Lena Olin als Liana Telfer und Emanuel Seigner als, ja, ob man es glaubt oder nicht, The Girl. Er hat gar keinen Namen erst noch bekommen. Barbara Jefford noch als Baroness Kessler. Ich glaube, die weiteren Figuren sind dann auch schon wieder eher noch Beiwerk, ne? Ganz genau, das würde ich auch so sehen. Julian, du bist ja unser Synchronisationsexperte. Tatsächlich. Ja, ich glaube schon, oder? Ich gucke gerade selber mal. Ich glaube, ja doch, ein paar Bekannte haben wir schon da. Magst du uns mal kurz zwei, drei der, sagen wir mal, von den Hauptakteuren mal vorstellen, wer da seine Stimme geliehen hat? Ja, wir haben zum Beispiel Florian Halm, ist jetzt wahrscheinlich auch nicht der bekannteste Depp-Synchronisator. Eher bekannt für Leute wie Skeet Ulrich in Scream zum Beispiel, da ja. Habe ich da so die Verbindung her ja, bekanntester Sprecher höchstwahrscheinlich, gehe ich mal von aus, von James Russo alias Bernie, das ist nämlich der gute Thorsten Michaelis, der unter anderem Wesley Snipes und Martin Lawrence spricht. Ach, sieh mal einer an, Christian Rohde hat damit gesprochen. Mhm. Kennen ja, wir zum Beispiel als Beastman aus den Masters of the Universe-Hörspiele. Wer hat er denn gesprochen? Jack Taylor. Okay, ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, der hat ja auch so ein bisschen leise gesprochen. Ne? Also war schon, sollte ja etwas älter dargestellt sein. Der Sprecher von Skeet Ulrich, ist das nicht auch eine Hauptstimme von Jude Law? Ja, ja. Genau, unter anderem. Die Sache war ja damals, dass in dem Film Besser geht's nicht, war ja auch Skeet Ulrich ganz kurz mit dabei und damals musste ich zweimal hingucken. Hä? Ist das Johnny Depp, dachten wir uns dann in dem Moment, weil die Synchronstimme war ja auch die gleiche wie jetzt halt eben in den Neuen Pforten und das machte das Ganze natürlich auch schon so ein bisschen perfekt. Aber mittlerweile sieht der Typ, finde ich, gar nicht mehr aus wie Depp. Aber damals war das schon so ein kleiner Moment, wo wir uns überlegen mussten, ist er das jetzt oder ist er das nicht? So wie kann die deutsche Synchronisation ausmachen? Ja, zu erwähnen ist natürlich noch Katharina Koschny. Hatten wir auch mal im Interview. Die hat nämlich gesprochen, oh Gott, ich und Namen. Die Telfer. Genau. Aber bei Besser geht's nicht, da war es nicht derselbe Sprecher, da ist es ein anderer Sprecher. Können wir ja an anderer Stelle mal recherchieren. Ja. Ganz genau, dann würde ich sagen, widmen wir uns mal den Film. Wie fangen wir da am besten an? Nur ganz von vorne, würde ich mal sagen. Jetzt hast du eine Idee. Ja, zum einen natürlich gibt es eine Diskrepanz bei der Übersetzung, denn scheinbar ist wohl, wenn man das genau übersetzt, müsste der Film Die Neunte Pforte heißen. Im Deutschen hat man Die Neun Pforten rausgemacht. Finde ich ehrlich gesagt auch gar nicht so schlecht. Ob nun Die Neunte Pforte oder Die Neun Pforten, völlig uninteressant. Eigentlich kommt der Film ja aus, oder basiert auf dem Buch The Club du Mar. Und dieses ist dann in abgewandelter Form hier entsprechend verfilmt worden. Ich hatte dieses Buch tatsächlich mal selbst und habe es gelesen, weil es verschiedene Aspekte bei dem Film einfach gibt, wo ich wissen wollte, was zum Teufel ist da jetzt los, beziehungsweise wer ist jetzt das, wer ist dies? Ich muss gestehen, dass das Buch da nicht ganz so meine Neugier befriedigt hat. Vielleicht allerdings können wir das ja in der heutigen Besprechung mal erörtern, deswegen freue ich mich auf diese Besprechung schon sehr. Ja, womit kann man anfangen? Ich würde mal sagen, mit dem Darsteller. Also Johnny Depp ist zu dem Zeitpunkt, glaube ich, Anfang 30, Mitte 30 ungefähr. Und ja, für seinen Charakter, den er im Buch da eigentlich darstellen sollte, wirkt er schon eigentlich ein bisschen zu jung.
hat für mich damals nicht so das Ausschlaggebende gegeben. Das war für mich eigentlich soweit okay. Als ich es dann irgendwann mal gelesen habe, dachte ich mir, scheiße, damit habe ich, das hätte ich nicht lesen sollen. Seither wirkt er tatsächlich für mich auch ein bisschen zu jung für Dean Corso. Aber trotzdem ist der Film weiterhin natürlich gut. Dean Corso, würde ich sagen, ist, ja, wie ich es vorhin schon angerissen habe, ziemlich gewieft. Er ist recht intelligent. Er geht aber auch schon über Leichen, also sprichwörtlich über Leichen, indem er Leute abzockt. Und in den ersten paar Minuten, da sehen wir ja schon diese, ja, Versteigerung beziehungsweise diesen Verkauf von den, ja, was sind das, Kinder oder Enkel oder so, von diesem Typen, der scheinbar stumm ist und gelähmt. Die können eigentlich gar nichts zu den Büchern sagen, wollen diese veräußern, und er zieht sie dann bei, ja, Originalbüchern von Don Quixote über, ja, komplett über den Tisch. Und da sieht man auch, glaube ich, schon ganz klar, wer er ist und wozu er imstande ist. Und ihm geht's letzten Endes nur um den Profit. Also ich finde jetzt nicht, dass ich weiß jetzt nicht, wie alt Dean Corso im Buch ist. Ich meine, im Film wird es auch nicht gesagt, wüsste ich jetzt jedenfalls nicht. Nein. Finde ich jetzt nicht. Also ich finde eigentlich, dass Johnny Depp hier auch durch den Bart schon ein bisschen älter wirkt, als wenn er jetzt ja rasiert war, ja. Doch, kann man so sagen, als wenn er jetzt rasiert ist. Finde ich schon, dass er da jetzt nicht so jung wirkt. Ich meine, klar, man sieht, dass er jetzt keine 40 ist oder so, aber fand ich eigentlich okay, so von der Darstellung her. Ja, aber er ist 36 zu dem Zeitpunkt, als er den Film spielt, und ich finde das jetzt nicht zu jung. Also ein 36-Jähriger ist keiner, der nicht mitten im Leben steht. Also da würde ich schon sagen, dass er gerade auch, weil er eben noch so diese Sachen durchziehen kann in dem Alter auch, dass das eigentlich noch ganz gut passt. Also ich glaube, ich würde es irgendwie ein bisschen alberner finden, wenn er da in so Schlägereien-Szenen kommt, wenn er irgendwie schon so ein End-50er wäre. Also dann ist die Wahrscheinlichkeit für mich viel größer, dass er irgendwie ausgenockt wird oder sonst irgendwas. Auch wenn er das natürlich schon häufig im Film wird. Ich fand die Szene am Anfang ziemlich gut, weil er natürlich zwar die Familie um die Don Quixote-Bücher natürlich über den Tisch zieht, aber ja trotz alledem für die Sammlung nicht wenig veranschlagt. Ne? Er sagt ja dann auch irgendwie, ja, sie haben hier schon eine halbe Million stehen oder so, $600,000 oder was er da sagt. Da haben die natürlich auch erstmal geguckt, oh krass, und dann kommt halt so im Endeffekt die wichtigsten Bücher, was der Gelähmte ja sogar auch noch merkt, der ja noch seinen Rollstuhl festkrallt, die er ihn dann irgendwie für was weiß ich was, für einen Apfel und Ei da abluchst. 4.000, ja. Ja, genau. Ne? Und dann natürlich damit weggeht, weil das irgendwie die angeblich beste Fassung des Buches sei oder wie auch immer. Ja, aber ganz geschickt gemacht. Ne? Also er lenkt ja praktisch davon ab. Er sagt erstmal, ja, nee, also das hier ist auf jeden Fall eine Menge wert und das würde ich nicht unter 500.000, den Rest. Und ja gut, und diese hier, die könnt ihr eigentlich gleich mitnehmen. Ich habe das Bargeld parat und was meinen Sie? Ja, und es ist schon sehr, sehr geschickt. Und das hat er ja auch nicht zum ersten Mal gemacht, ne? Ist ja völlig klar. Ja, das trifft er ja noch auf seinen Kollegen, ne? Der dann irgendwie sagt, sie sind ein Abzocker oder wie auch immer. So ein bisschen, ich fand die Szene auch ganz witzig gemacht. Manches war ja so ein bisschen überspitzt dargestellt, aber wie er dann auch so mit dem Finger da durch den Fahrstuhl und wie er ihm da noch so da gestikuliert und. Ja, hat so ein bisschen was von die Körperfresser kommen, ne? Er hat allerdings das Pärchen auch über den wahren Wert getäuscht. Er hat ihnen Schwachsinn erzählt. Also das ist nicht ansatzweise so viel wert, wie er danach gesagt hat, weil die haben ja noch jemand Zweites zu Rate gezogen, weil das bespricht er ja mit seinem Kumpel da, und sein Kumpel aus dem Buchladen sagt zu ihm dann noch so, ja, der andere, dieses Pärchen wäre dem anderen beinahe an den Hals gesprungen, als der den wirklichen Wert gesagt hat. Ja, das war ja der. Wer? Aus dem Fahrstuhl. Ja, der aus dem Fahrstuhl. Ah, okay, ja, wie auch immer. Auf jeden Fall, der hat die also auch im Punkto des wahren Wertes da über den Tisch gezogen, so nach dem Motto, das, was ihr hier habt, absolut geil und das nicht gesehen. Aber diese Bücher hier, boah, ganz nett, also
ich nehm's mal mit. Von naja, Apollo wahrscheinlich ist es aber auch so gelaufen und das ist ja auch genau das, ne? Er sagt dann unter den Leuten, ja, du bist ein Abzocker, aber letzten Endes hat er sich selber gefreut, einen guten Deal zu machen. Und genau darum geht's halt. Er hat wahrscheinlich die gesamte Sammlung bewertet, vielleicht auch ein bisschen niedriger, damit er den Don Quixote auch einigermaßen günstiger bekommt. Nun ist das wertvollste Stück aus deren Sammlung weg, das weiß er auch. Und dann hat er ihnen gesagt, ja, der Rest hier ist so und so viel wert. Ja, und dann sind die wahrscheinlich sauer gewesen, weil er ihnen wahrscheinlich vorher auch einen Toppreis gesagt hat. Und dann haben die alle, dann hat er ja am Telefon gleich gesagt, ja, die wollen jetzt fast das Doppelte für all ihre Bücher haben. Und Johnny Depp hat sich darüber amüsiert. Ja, ja. Ist halt so ein klassischer Schlitzohr-Charakter, ne? Ja. Das passt auch. Ich würde nicht sagen Schlitzohr, ganz ehrlich. Also da, er ist kein Sympathieträger, finde ich. Nein, das jetzt nicht, aber Schlitzohr war jetzt auch nicht mehr als, war jetzt auch nicht im positiven Sinne gemeint, ne? Also er ist halt ein anderes Wort. Ein Abzocker, weiß ich nicht. Also ein Abzocker ist für mich auch was anderes. Das würde ich vielleicht jetzt auch nicht so sehen, aber ich denke, Schlitzohr passt eigentlich ganz gut, weil er versucht natürlich nach Möglichkeit für sich gute oder günstige Konditionen rauszuhandeln, ne? Also, oder beziehungsweise handeln eigentlich auch nicht. Ja, wieso? Aber Schlitzohr laut Wörterbuch, jemand, der schlau und listig seine Ziele verfolgt. Ja, das genau, doch. Richtig. Gut, okay. Wunderbar. Wunderbar, genau, das ist das, genauso kann man das definieren. Richtig. Und ja, ich finde auch so ein bisschen so, also ich assoziiere das auch immer mit jemandem, dem man nicht unbedingt böse sein kann. Ne? So wie Burt Reynolds halt eben in dem entsprechenden Film, das ausgekochte Schlitzohr. Ist ja auch einer, der gegen das Gesetz geht und so weiter, aber dem man auch irgendwie nicht böse sein kann, weil er schon ziemlich sympathisch ist. Ja, aber ich finde, es passt schon, weil ein Abzocker ist für mich auch was anderes. Also, ja. Also von daher finde ich das auch gut gemacht, also gut geschauspielert von Johnny Depp. Ich finde, der bringt die Rolle auch super rüber. Ja. Ja, völlig gleichgültig, ne? Also er ist schon eiskalt. Man weiß ja auch nicht, was er denkt, was er fühlt. Ist er eigentlich ziemlich emotionslos? Also geht da rein und zieht die Leute über den Tisch und geht wieder. Das ist dann natürlich für ihn schon so ein Triumph und er kostet das ja auch so ein bisschen aus da mit Bernie und so. Das scheint ja auch der Einzige zu sein, zu dem er irgendwie so ein Draht hat. Das ist ja sein Kollege oder ja, man kann fast schon Freund sagen, nur Vertrauter, zumindest was das angeht, dieses Geschäft. Und dann hat er natürlich auch einen sehr elitären Kundenkreis und ja, da teilen sich ja auch die Meinungen über ihn, ne? Also sind ja auch nicht alle so begeistert von ihm. Also die Baroness zum Beispiel. Ja. Mag ihn ja auch nicht wirklich. Naja, erst ja schon. Erst als sie rausfindet, mit wem sie da eigentlich im Bunde steht, ne? Ja gut, nee, sie mag ihn von vornherein nicht. Also sie sagt, sie hätte viel von ihm gehört und er sagt nichts Gutes, hoffe ich. Und sie meint, naja, auf keinen Fall. Und also es ist schon ein sehr angespanntes Verhältnis von Beginn an. Aber dazu kommen wir dann. Ja. Achso, du bist fertig. Ja. Das ist so ungewohnt. Übrigens passt das Wort Schlitzohr aus der Etymologie noch ganz gut dazu, weil das Schlitzohr ja immer einer derjenigen war, die angeblich mit dem Teufel im Bunde stehen, weil sie nämlich schlitzohrig und schlitzfüßig seien. Oh, sehr gut. Eine gute Analogie. Ja. Nice. Der Wissenspodcast. Ja, meine Damen und Herren, wir sind nicht bei der Filme-Podcast. Das ist das literarische Quartett-Podcast. Ja. Genau. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, dann gehen wir mal rüber zum Borken? Genau, zum Borken. Zu Borken. Und gespielt von Skeletor. Entschuldigung, aber ich habe mir den Film jetzt vor 2 Tagen nochmal angeguckt, deswegen fiel mir das jetzt so ein. Ja, Jens, wie würdest du den Borken charakterisieren? Boah, schwierig. Auf keinen Fall sympathisch. Verdammt zielorientiert. Auch ein Typ, der, ich würde nicht mal sagen Schlitzohr ist, sondern das ist wirklich ein Arschloch, wie er im Buche steht. Den interessieren seine Mitmenschen gar nicht. Der geht buchstäblich über Leichen, wie wir dann ja auch später sehen. Und ist auch sehr geheimnisvoll. Ne, er betet ja sozusagen schon den Teufel an oder ist fasziniert vom Teufel. Und
Man, ja, man wird nicht wirklich schlau aus dem Typen. Klar, man weiß, er will dieses Buch haben, er will den Teufel beschwören, aber warum, weshalb, was ihn da antreibt oder so, ist nicht ganz ersichtlich. Scheinbar verspricht er sich davon irgendwie ewiges Leben oder so, beziehungsweise besondere Fähigkeiten, aber so hundertprozentig wird man aus dem Typen nicht schlau. Also die Antwort hast du dir gerade schon selber gegeben. Warum? Ja, natürlich, aber das ist ja auch die andere Sache. Was treibt ihn denn eigentlich noch an? Ich meine, jetzt mal völlig doof gesagt, aber spielt er gerne Brettspiele? Ja, ist er ein Romantiker? Hat er eine Frau oder irgendwie sowas? Das kriegst du ja alles gar nicht mit. Du weißt nur, er ist steinreich, er ist ein Büchernarr und ganz besonders jetzt halt eben vom Teufel. Und da hat er eine der wahrscheinlich umfangreichsten, seiner Aussicht nach, die umfangreichste Bibliothek, was dieses Thema Teufel einfach betrifft. Ja, aber das reicht doch auch als Charakterisierung. Ich muss jetzt nicht wissen, ob der Typ gerne Brettspiele spielt. Nein, das war ja nur spitz gesagt. Aber vielleicht hätte man da dann irgendwie sagen können, wenn er zum Beispiel noch Kinder gehabt hätte oder so, wäre vielleicht für den Charakter irgendwie noch ganz gut gewesen. Aber da hätte auch nicht sein müssen. Gordon, ich gehe mal nicht davon aus, dass du die Ansicht von Jens teilst, oder möchtest du gerne wissen, ob Morten gerne Brettspiele spielt? Doch, unbedingt. Also ich wollte wissen, ob er die Originalausgabe von 1907 von Mensch ärger dich nicht hat. Und da wurde ich leider enttäuscht. Also natürlich ist das für mich vollkommen unerheblich, weil der Mann soll als kühler, knallharter Geschäftsmann dargestellt werden, und das wird er, das kann Frank Langella auch. Der kann sich halt so hinstellen, ne, und dann eben genau das hinhauen. Es ist ja im Endeffekt erstmal auch nur der Auftraggeber, und da brauche ich keine großartige Hintergrundgeschichte zu ihm, weil es ihn dann ja auch umso mysteriöser macht. Bis zum Ende weiß ja Depp eigentlich gar nicht, was mit ihm los ist. So, es kommt ja dann auch später, warum fühle ich mich eigentlich so, dass ich immer ihren kalten Atem im Nacken spüre? Und genau darum geht es für mich in diesem Film. Er kriegt ja seinen großen Auftritt erst ganz zum Schluss. Und ich weiß nicht, ob ich da noch unbedingt mehr Charakterstudie für brauche. Also bin ich ganz ehrlich, das bringt mir in dem Moment eigentlich nichts. Da wären andere Aspekte im Film vielleicht mehr noch rauszuarbeiten gewesen als das. Ja, man hätte aber zumindest ihnen schon mal irgendwie sowas sagen lassen können, woher denn seine Faszination für den Teufel. Ich meine, man könnte genauso gut sagen, Junge, okay, Teufel, ja, aber warum? Warum dann nicht eben Gott? Warum dann das Böse? Woher kommt das? Dass man das ein klein bisschen. Ja, das kann man sich vielleicht so auch so ein bisschen aus der Mythologie zusammenreimen, weil der Teufel ja auch immer irgendwie so das. Ja, das eine Frucht ist. Ja, genau, richtig. Zeitenschrank, so. Das ist doch nichts Neues bei Menschen. Warum werden denn ständig irgendwie in der menschlichen Geschichte mehr Adolf Hitlers etc. auf Tableau gebracht als Mahatma Gandhis? Ja, richtig. Gibt's 26 Folgen auf NTV von Mahatma Gandhis Helfern oder von Hitlers Helfern? Ich kann es ja auch an einem anderen Punkt festmachen. Ich meine, das ist jetzt, aber ich finde, der Vergleich passt eigentlich schon ganz gut. Also es gibt ja auch viele, sage ich jetzt mal, aus einem Superhelden-Genre, wo die Gegenspieler teilweise interessanter sind als der Superheld, ne? Weil die halt eine gute oder ausgreifte Hintergrundstory haben, oder du halt denkst, so, oh ja, das ist interessant, und weil das halt auch so in die böse Schiene reingehen, weil es ist ja wirklich so, dass es viel Faszination auch für sowas gibt, ne? Siehst du doch auch sogar in den Medien. Schlägst du die Medien auf, was liest du, oder was liest du denn sofort? Oder wo bleibst du eher hängen? Wenn es irgendwie darum geht, um einen Serientäter oder sowas, da bleibst du eher dran hängen, als jetzt an eine Story über Hundewelpen. Es ist so. Aber du hast es ja selber gerade eben gesagt, die sind besser ausgearbeitet. Also sagen wir es mal so, um das mal auf den Punkt zu bringen. Wirklich stören tut es mich nicht. Es wäre nur halt eben ein bisschen schön gewesen, ein bisschen mehr als wie, ich bin da, ich bin präsent, ich liebe den Teufel und am liebsten würde ich ihm in die Arme springen und umarmen und hoffe darauf auf ewiges Leben oder was auch immer. Dass man zum Beispiel irgendwie sowas durchblicken lässt, der Typ hat Angst vor dem Tod, vor... keine Ahnung was, dass es ausgerechnet der Teufel ist.
Ja, aber ich finde, du brauchst jetzt hier keinen Gegenspieler, der so super ausgereift ist. Also ich finde, Gordon hat das schon gut auf den Punkt gebracht. Ich finde, das reicht auch vollkommen. Julian hat auch nichts gesagt. Wie siehst du das denn? Kann das nicht ganz einfach sein, dass er erst durch die Sammlung, die er da angehäuft hat, über Jahrzehnte, wie er ja auch gesagt hat, dass er dadurch erst darauf gekommen ist, welche Möglichkeiten er überhaupt darin sieht? Ich glaube nicht, dass er von Anfang an gedacht hat, oh ja, also dieses Thema interessiert mich, ich häufe jetzt eine Sammlung darüber an und das wird dann so der Höhepunkt sein, sondern er hat sich dieses Wissen ja erst angeeignet oder den Glauben oder wie immer man das auch nennen will und hat sich dann da immer mehr reingesteigert über Jahrzehnte, wie er ja selber sagt. Und das ist eigentlich so Erklärung genug für mich. Ich habe das jetzt nicht weiter hinterfragt. Ich habe da einfach nur mich drauf eingelassen und der ist eben wahnsinnig und das kommt immer mehr zum Tragen. Und Na guck mal, das sehe ich zum Beispiel anders. Also ich glaube nicht, dass der Typ wahnsinnig ist. Ich glaube einfach, dass er, wie du schon sagtest, hier eine Möglichkeit sieht, selbst irgendwie eine große Nummer zu werden. Vielleicht eben halt eben Unsterblichkeit. Oder er hofft ja scheinbar auch auf irgendwie besondere Fähigkeiten da. Von wegen hier, guck mal, ich kann meine Hände durchs Feuer halten, ins Feuer halten und es passiert nichts. Worauf dann... Das ist aber alles Eigeninterpretation. Das wurde ihm nie irgendwie mitgeteilt. Wahrscheinlich hat er auch so ein bisschen die Geduld verloren gegen Ende seines Lebens. Wie alt mag der sein? 60. Ja, ich würde sogar älter sagen, dass er da einfach gesagt hat, also das muss es sein, das muss es sein. Und wenn das gelingt, dann bin ich schmerzfrei, auf gut Deutsch. Und ja, ich glaube, da hat er dann den Zugang gesucht, der ihm nicht so klar vermittelt wurde. Er hat zwar alles Mögliche angesammelt und hat dann da auch irgendwelche Rituale vollzogen, aber ich glaube nicht, dass das so der Schlüssel war. Wir sehen ja dann auch wirklich in der letzten Szene, dass es das alles gar nicht gebraucht hätte, was er da veranstaltet hat. Ja. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal direkt weiter zu The Girl. Ja, Green Eyes. Genau, Spiel von Emanuel Zeigner. Und ja, Jens, wie würdest du denn die geheimnisvolle Unbekannte charakterisieren? Na, sie ist genau eben der Grund auch mit gewesen, warum ich mir das Buch geholt habe, weil bei ihr ist halt eben so die große Frage, was ist sie und vor allen Dingen, was treibt sie an? Ist sie ein Dämon, der einfach im Auftrag vom Teufel Corso hilft? Beziehungsweise ist sie dort, um vielleicht Balkan darin zu hindern, die 9. Pforte zu erreichen? Weil sie hilft ihm ja. Eindeutig. Und sie ist auch jemand, der definitiv übernatürliche Kräfte hat. Sie schwebt ja an ein, zwei Stellen mal, glaube ich, von der Brücke runter oder irgendwelche Stufen runter. Die Augenfarbe, die sich mehrfach ändert und so weiter. Alles sehr mysteriös, alles sehr dämonisch. Und leider gibt auch das Buch nicht wirklich Auskunft darüber, was das jetzt für ein Wesen ist. Vielleicht auch eher so nach dem Motto, naja, das könnte dann auch der Teufel selbst sein. Weil der Teufel laut dem Buch, also wir müssen jetzt mal davon Folgendem ausgehen. Jeweils die 3 Holzschnitte, insgesamt waren es ja 9 Holzschnitte, die von dem Teufel, also Luzifer selbst, signiert wurden. Wenn jetzt der Teufel in der Gestalt auftreten kann, die er will, oder vielleicht sogar auch selbst weiblich ist, dann könnte sie es ja theoretisch sein. Also sie war dann ja schon mal auf der Erde und hat mit dem Menschen Kontakt aufgenommen. Warum sollte sie es in diesem Fall dann nicht auch können? Also sprich also, halte ich es auch für möglich, dass sie selbst einfach auch der Teufel ist und gerade eine Faszination für den Corso hat und sagen wir mal eben nicht für die anderen, die ihn so verehren. Auf der anderen Seite wiederum, tja, könnte aber auch eher einfach nur irgendwie so eine Art, ich nehme jetzt mal so einen Begriff aus Ghostbusters, so eine Art Schlüsselmeister sein, der entscheidet, wer kommt durch und wer nicht. Weil sie mir auch offenkundig ganz klar zum Schluss das Geheimnis verrät, warum es bei Balkan nicht geklappt hat. Ohne das hätte Dean Corso ja nie die 9. Pforte durchschreiten können. Ich finde deinen Interpretationsansatz eigentlich sehr gut, weil sowas Ähnliches habe ich mir nämlich auch gedacht, nämlich dass sie quasi ja der Teufel ist, nur halt in der Frauengestalt, weil ich finde eigentlich, dass das plausibel ist. Weiß ich nicht, wie die anderen das sehen, Julian. Wie siehst du das?
Ja, wäre eine Möglichkeit. Obwohl auf der anderen Seite, wie Jens auch schon merkte, dass es irgendwie so ein Pförtner oder so sein könnte oder einfach, ja, wie nennt man das? Jünger, ne? Glaube ich. Also auch, dass die beiden ja miteinander gepimpert haben, so nach dem Motto, die Verbindung, das ist meine Erlaubnis, dass du jetzt durch die 9. Pforte schreiten darfst. Das ist aber auch so etwas, was leider das Buch dann auch wiederum nicht preisgibt. Braucht es jetzt tatsächlich dieses Wesen, dass man durch die 9. Pforte schreiten kann? Oder reichen die 9 Holzschnitte in der Tasche und dann kannst du durch die 9. Pforte schreiten und bist sozusagen beim Belzebub? Also so völlig undurchsichtig. Ich glaube, es ist ein Zusammenspiel. Du musst sowohl die Seiten haben, als auch dran glauben. Und das tut Dean Corso ja auch nicht, ne? Das muss man ja auch sagen. Er glaubt nicht, nein, am Ende nicht jammern. Ja, am Ende schon, aber am Anfang nicht. Da geht's ja auch nur um den Auftrag, die Bücher zu besorgen, beziehungsweise zu vergleichen. Mhm. Und es wird ja einige Male schon vorher drauf angespielt, auch als die Kessler ihm sagt, passen Sie auf, dass Sie da nicht noch weiter reingeraten. Und er meint, dafür ist es wohl schon zu spät. Oder auch zum Schluss die Bemerkung von Green Eyes. Ja, der Auftrag ist erledigt. Was wollen Sie denn noch? Ja, das wissen Sie ganz genau, ne? Und da kommen immer so Anspielungen. Also er kann davon auch nicht loslassen. Es fasziniert ihn. Und das hat nichts mehr mit der Büchersuche an sich zu tun. Gon, wie würdest du denn die geheimnisvolle Unbekannte charakterisieren? Naja, da man ja immer wieder den Holzschnitt mit ihr und dem Biest sieht, sehe ich sie nicht als den Teufel selber, sondern für mich ist sie auch nur ein Helfershelfer in dieser Sache. Also die Nackte, die halt dazu hilft, dem Auserwählten durchs Tor zu helfen, wie auch immer. Mhm. Ja, ist auch ein guter Ansatz, aber ich habe es auch immer so gesehen, dass sie quasi eine Gestalt des Teufels ist oder sowas. Aber das mit der Begriff Schlüsselmeister finde ich ja eigentlich auch ganz passend. Kann natürlich auch sein, aber wenn Jens sogar sagt, dass das Buch das auch nicht so wirklich preisgibt. Ganz kurz, er fragt sie doch im Zug, ob sie Studentin ist und sie meint dann sowas in der Art oder irgendwie sowas, ja. Ne? Also es könnte wirklich sein, dass sie. Keine Auskunft, ne? Das ist das hier. Sie gibt ja keine Auskunft. Ja, aber vielleicht ist sie wirklich in der Lehre beim Teufel oder sowas. Oder sie ist eben ihn unterwegs, um selbst Entscheidungen zu treffen. Ich fand diesen Ansatz mit wen reinlassen und wen nicht, fand ich gar nicht so schlecht. Dass sie das eben alles erkannt hat, dass sie eben weiß, der Balken, der ist verrückt, der nutzt das nur für seine eigenen Zwecke und der Corso, der ist wenigstens noch reinen Herzens, wobei der ja eigentlich auch so ein bisschen, sie findet das ja gut, dass er auch so ein bisschen Dreck am Stecken hat, ne? Also das gefällt ihr scheinbar. Sie hat ja auch grundsätzlich dieses merkwürdige, schelmische Grinsen, was nie so richtig durchkommt, aber was man immer so am Rande bemerkt, also irgendwie ja, ist sie doch gleich von ihm angetan. Gibt auch unglaublich erotische Szenen. Nicht nur, dass die da beiden da miteinander pimpern. Das ist mir eigentlich fast vollkommen schon egal. Die Situation da in dem Hotel fand ich unglaublich erotisch, wo sie ihm dann mit dem Eisbeutel am Hinterkopf dann anguckt und wie sich dann ihre Augenfarben verändern. Generell haben Augen für mich auch sowas sehr natürlich Mystisches. Man sagt ja auch, der Schlüssel zur Seele oder durch die Augen kannst du in die Seele gucken oder so ungefähr. Und bei ihr dann auch in dem Moment, wo sich die Augenfarbe dann auch verändert hat und die Musik dabei, die generell ja super ist in dem Film, fand ich unglaublich erotisch. Erst einmal ist es natürlich eine wirklich sowieso generell sehr schöne Frau. Zumindest damals. Sie ist nicht gut gealtert, muss man leider sagen. Nee, im Gegensatz zu Lena Olin, aber die hat sich irgendwie gar nicht verändert. Genau. Und das war zum Beispiel eine Szene, die fand ich wahnsinnig gut gemacht. Anbei sie aber auch wieder so viel Raum für Spekulationen lässt, dass es knistert auf jeden Fall zwischen The Girl und Corso. Da ist irgendwas. Ich würde einfach mal sagen, sie als was auch immer für ein Wesen ist auf jeden Fall von Corso fasziniert. Weil er ist ja auch der Einzige, von dem sie Hilfe bekommt. Nein. Doch, ja, sicher, klar. Moment, meinst du jetzt, sie ist von ihm fasziniert oder umgekehrt?
Ja, sie ist von ihm irgendwie fasziniert. Entweder hat sie einen Auftrag vom Teufel, du, pass mal auf, lenk das Ganze mal in die richtigen Bahnen, weil das diese beiden Zwillinge da. Ich stelle, Entschuldigung, du hast gerade im Auftrag des Teufels gesagt. Ich stelle mir gerade vor, wie er zum Schluss durch das Tor geht und dann steht da El Pacino. Hier, komm, schlaf mit deiner Schwester. Nein, aber ist ja sowieso so, also als wenn man sich jetzt das einfach mal so vorstellt, dass sie da ist und hat vom Teufel einfach den Auftrag bekommen, hilf ihm, weil die werden niemals dahinter kommen, dass eines der Holzschnitte gefälscht wurde, weil das haben ja diese beiden Zwillinge dort gemacht. Übrigens die Zwillinge auch von ein und derselben Person gespielt, auch sehr cool gemacht. Ja. Dass die das gefälscht haben, da wäre doch nie einer drauf gekommen. Aber die Zwillinge haben das ja halt auch nicht ohne Grund gefälscht, denn sie wussten ganz genau, was sie da haben. Und aber auch so eine ganz komische Geschichte, ne? Sie fälschen das, ja, den einen Holzschnitt, aber auf der anderen Seite wiederum bringen sie Corso auf die richtige Fährte. Guck mal genau hin. 3 von den 9 Holzschnitten. Ja, sind, das ist eine Prüfung, ne? Ganz einfach. Ja. Von mehreren gestellt, von mehreren Eckpfeilern, sage ich mal, von mehreren Personen, die da als Station dienen. Ich fand sowieso auch, gerade der Anfang ist ja sehr aufgebaut wie so ein Computerspiel, wo du wirklich Hinweise sammeln musst und erstmal die Puzzle zusammensetzen musst und dann denkst du bist falsch und dann musst du doch wieder zurück und dann findest du da aber nur einen Hinweis und warst dann doch auf der richtigen Spur und fand ich sehr, sehr gut gemacht. Insgesamt. Ja, obwohl leider ich schon anmerken muss, dass das mit den 9 Pforten beziehungsweise diesen 9 Holzschnitte war unglaublich schnell ersichtlich. Ach ja, okay. Ein Drittel ist von Lucifer, die anderen sind von diesem, wie hieß er noch? Der Vorname ist sau schwer. Ich glaube, der Nachname war auch Tolkia oder so. Ja, ne? Ortides Tolkia, ne, ich weiß auch nicht genau. Auf jeden Fall so in der Richtung war er. Und das ist halt eben das, da merktest du schon sofort, ah ja, okay, 3 mal 3 macht 9, okay. Bitte. Ich habe auch dran gedacht, ich will es nicht aussprechen. Aber trotzdem, also ich muss auch sagen, also ich fand aber also das Rätsel an und für sich, fand das auch gut in Szene gesetzt. Ja. Ja klar, es war in dem Moment nicht schwer, aber es war natürlich auch unglaublich leicht. Und gerade nach dem zweiten Buch war ja wohl kaum noch irgendwie die Frage, ob das tatsächlich jetzt übereinkommt oder nicht. Da war doch von vornherein klar, sicher, das ist jetzt so, worauf es ankommt. Ja, er musste es eben überprüfen, ne, und hat das dann entsprechend schriftlich auch festgehalten. Das war ja sein Auftrag. Mehr war ja am Anfang gar nicht, dass er dann irgendwie auch gemerkt hat, okay, das hat schon irgendeinen Sinn, wenn man die Bücher beziehungsweise die LCF-Seiten zusammenbringt, dass dann was passiert. Das interessiert ihn ja eher später. Am Anfang. Ja. Und wenn du die falsche Lösung hast, dann kommt tatsächlich El Pacino und sagt, man kann nicht immer gewinnen. Ja, genau. Ja, ich denke, einen Charakter können wir noch beleuchten, und zwar die Baroness. Gordon, dein Typ? Naja, also im Endeffekt ja eigentlich auch nur eine Sammlerin, die es wahrscheinlich auf einer ganz anderen Ebene macht, nämlich auf der tatsächlich wissenschaftlichen Ebene, die viel darüber geschrieben hat, eine Zeit lang auch in dem Club der Liana Telfer gewesen ist. Im Endeffekt dann das mal bloßstellt, was gerade in den 90er Jahren ja immer wieder viel beschrieben wurde über den Satanismus, ne, dass es im Endeffekt nur um irgendwelche sexuellen Orgien geht und sie dann irgendwie sagt, dass sie dafür zu alt ist und ihre wilden Jahre hinter sich hat und das auch bewusstermaßen lächerlich findet, was ja dann auch Balkan hinterher zeigt, wie lächerlich dieser ganze Haufen da eigentlich ist. Mit einem einzigen Buh, ja. Und das fand ich eigentlich ganz gut. Also ich mochte ihren Charakter eigentlich ganz gerne, dass sie so sehr zurückhaltend ist und eigentlich auch aber trotz alledem so super selbstbewusst, dass sie genau weiß, was bei ihr, dass man ihr da nicht so viel vormachen kann. Was ich natürlich ein bisschen
ja, ein bisschen schwach finde, ist, dass sie eigentlich ihr Leben diesen Publikationen irgendwie gewidmet hat und ihr solche Sachen noch nie aufgefallen sind. Also, dass er da irgendwie alles zusammensetzt binnen von weniger Tage, was andere Leute, die sich seit Jahren dafür interessieren und seit Jahren sammeln, nicht gebacken kriegen, ist schon ein bisschen strange. Na gut, aber Borgen hat es nicht auf ihre Kette gekriegt mit dem LCF und hier der andere auch nicht. Am Anfang der hat es ja auch nicht gewusst. Und ja, die Telfer selber natürlich. Ja, das mag schon sein. Und der dritte Sammler ja auch nicht, hier aus Frankreich, der dann zum Schluss da im Pool liegt. Der wusste es ja auch Portugal. Nicht. Er ist in Portugal bei dem Fager. Fager schießt der richtig. Ja. Genau, und dann ist er in Frankreich, da in Paris, bei der Kessler. Ja, und deswegen sage ich ja, das ist, die haben es alle nicht auf die Kette gekriegt, so dass, und er schafft das binnen von 2 Tagen, so ungefähr, ja, gefühlt. Das ist ein bisschen, weiß ich nicht. Also, das ist so eine Sache, die mir beim Film schon so ein bisschen, ja, stößt mir ein bisschen übel auf. Würde ich gerade sagen, sauer. Aber ich weiß nicht, aber vielleicht kann ich dahingehend das ja bei dir ein bisschen zurechtrücken. Die Zwillinge haben ja mehrere Bücher. Die waren ja nicht besessen von dem Thema. Die haben das Buch halt eben durchgenommen und geguckt. Und denen ist es aufgefallen, weil sie es genauer studiert haben. Zum Beispiel die Telfer hat ja hunderte Bücher dazu gehabt, genauso wie Balkin. Dem ist es ja auch übrigens nicht aufgefallen. Und die haben halt eben sehr, sehr viele Bücher durchgeguckt. Ich finde aber noch krasser als das Kürzel sind die ganzen Unterschiede in den Bildern. Dass einmal dieser Bogen zugemauert ist und mal nicht und ja eben, das ist ja nämlich genau das ist das, was ich meine, so dass das einfach auch einer Kessler dann nie aufgefallen ist. Gut, die hat vielleicht nie die beiden anderen Bücher in der Hand gehabt, aber das ist eben genau das Ding, so dass er das dann binnen kürzester Zeit schafft, alle 3 Bücher irgendwie mehr oder minder mal kurz unter die Lupe zu nehmen, während andere scheinbar ihr Leben da dem ganzen Kram gewidmet haben und das scheinbar nie geschafft haben. Und da muss man sich dann halt doch fragen, warum. Ja, da muss man sich auch fragen, warum wird einem Dean Corso dann wieder so sehr vertraut, dass man dann einfach sagt, ach so, wie, du kommst von dem Balkan? Ja, guck's dir trotzdem an. Also. Aber wird das nicht erklärt, dass der Balkan sagt, ja, es muss aber 3 geben, soweit ich weiß, und Corso sagt, ja, also ich weiß nur von einem und warum sollte das eine Fälschung sein? Und darauf geht er ja auch nicht so richtig ein. Er sagt ja, dass er das nicht wissen muss oder irgendwie so. Also er hat da wohl schon irgendwie mit experimentiert. Keine Ahnung, vielleicht hat er schon mal irgendwie ins Feuer gefasst oder so. Ja. Ich kann den Einwand von Gordon da aber dahingehend aber verstehen, weil es ist schon ein bisschen merkwürdig, dass Leute, die sich jahrelang mit so einem Thema auseinandersetzen, das nicht auf die Kette kriegen oder das nicht raffen. Und der Corso ist ja gerade frisch drin eigentlich in diesem Thema, zumindest in diesem Teufelsthema. Und der merkt das sofort, finde ich auch ein bisschen merkwürdig. Naja, und wenn wir es so hinschreiben würden, dass wir jetzt irgendwie sagen, okay, der Balkan, die Kessler und der Fagas, die können sich eigentlich nicht gut ab. Ja, die finden sich gegenseitig richtig scheiße. Und deswegen helfen die sich auch untereinander nicht. Und dann haben die halt ihre Bücher und sagen dann, ja, ich habe eins und ich habe auch eins. Du kriegst meinen nie zu sehen. Ja, okay. Du hast sowieso die Fälschung. Nee, du hast die Fälschung. So. Wir tun jetzt einfach mal so, als wenn das alles alte Wichser sind, die irgendwie im Kopf noch 5 Jahre alt wären. Dann ist trotzdem die Frage, warum ein Dean Corso dann einfach zu dem kommen kann und sagen kann, ja, ich würde das doch gerne mal studieren. Und dann der Fargas sagt ja dann auch sogar noch, dem ist ja sofort auch klar, dass der von dem Balkan kommt. Ja, genauso wie dass der Kessler ja auch relativ schnell klar ist. So, die sind ja alle nicht doof. Das wissen die also auch. Aber dann lassen sie ihn halt trotzdem machen, weil ja, du bist ja nur die rechte Hand von dem, ne? Dir vertraue ich dann. dass du natürlich auch theoretisch sofort mit dem Buch irgendwie abhauen könntest und ich nur ein alter Penner bin, der dir gar nicht hinterherrennen kann. Das ist natürlich vollkommen irrelevant in dem Moment. Das sind so Sachen, die sind mir zu schwach. Nee, das kann ich nicht ganz so teilen. Ich sag mal ganz ehrlich, Punkt 1, Dean Corso wird ja mit der Nase draufgestupst von den Zwillingen. Das heißt, ihm wird die Lösung ja auf dem Silbertablett serviert. Mhm. Dass die Holzschnitte sich unterscheiden, jetzt mal abgesehen von dem LCF, er weiß ja nur von der Signatur, dass die anders ist. Mhm. Und die vergleicht er dann ja auch. Als er dann das zweite Buch in der Hand hat, also das erste, wo er hingeht, ist er zu den Zwillingen und die sagen ihm ja, ist dir das noch nicht aufgefallen? Guck mal, die Signatur ist bei 3 Holzschnitten anders.
Und da kann er noch nicht wissen, dass das mit den Bildern genauso ist, dass die sich auch unterscheiden. Erst als er das erste Buch bei dem Fargasch vergleicht, sieht er, oh, guck mal an, da sind ja sogar die Bilder anders. Und das konnten die anderen ja nicht. Wobei allerdings ich es nicht so wahrgenommen habe, dass der Fargasch irgendwie mit Borken in Verbindung steht. Beziehungsweise wissen die zu dem Zeitpunkt ja noch nicht, dass wer ist die Alte im Rollstuhl? Baroness Kessler. Genau, dann ist es die Telfer. Die wissen ja noch nicht, dass der Telfer entsprechend verstorben ist und sein Buch an Borken verkauft hat. Ja, genau. Also vielleicht liegt das irgendwo auch so vielleicht zwischen Gordon und mir. Vielleicht kann man sich das auf die Art und Weise schon zusammenräumen. Weil viel Arbeit, also detektivische Arbeit, hat ja Dean Corso nicht. Weil wenn ich jetzt schon weiß, okay, ich habe hier einen Ansatz, wonach ich überhaupt suchen muss. Er soll ja einfach nur die Bücher miteinander vergleichen. Und das tut er anfangs ja. Er guckt ja auch schon mal so, ah ja, hier das beschädigte S, bla, und hast nicht gesehen, die Schriften und so weiter, liest da so ein bisschen drin. Beim dritten Buch macht er das ja schon gar nicht mehr, sondern guckt direkt auf die Holzschnitte drauf. Ihm ist die Schrift ja vollkommen scheißegal. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass die anderen, die Baroness, die Telfer, der Fargasch und so weiter, zumindest wenn sie versucht haben, durch das Buch den Teufel zu beschwören. Ganz besonders natürlich der Club Dumas, ne, wonach das Buch ja eigentlich benannt ist, dass sie das eher in den Schriften gesucht haben, anstatt wie jetzt eben durch die Holzschnitte. Und auch die Holzschnitte allein hätten ihnen ja nicht geholfen, weil dann fehlt ja noch die entsprechende Burg, die ja der Borken gefunden hat. Also untätig war der ja auch nicht. Also das mit den Holzschnitten, ich kann Gordons Einwand da verstehen, sogar nachvollziehen, ja, aber vielleicht ist es doch ein bisschen zu einfach. Es ist ja auch, also Gordon hat natürlich schon recht, natürlich sind das wie Fünfjährige, allein schon diese Postkarte da, guck mal, habe ich gefunden, ne. Ja, die beiden können sich nicht riechen, das merkt man ganz klar, aber zwischen dem Fargasch und Borken weiß ich nicht, ob es da irgendwie eine Feindschaft gibt. Also er hat Corso nicht weggeschickt. Er meinte auch ja übrigens, dass das erste Mal nach all den Jahrhunderten zwei der drei noch verbliebenen Bücher wieder zusammen sind. Also da scheint es auch zuvor noch nie irgendeine Zusammenkunft gegeben zu haben. Der hat ja auch längst nicht mehr den Tatendrang von der Baroness. Der sitzt da ja und spielt Geige und ab und zu geht mal das Telefon und ansonsten guckt er da auf diesen traurigen Stapel von Büchern, die auch völlig lieblos da in der Mitte des Raums liegen und das sind ja zwei völlig unterschiedliche Menschen, die kannst du ja nicht miteinander vergleichen. Warum sollte er dann in Borken so ein Feindbild sehen wie die Kessler zum Beispiel? Finde ich schon, weil ich finde eigentlich so, dass der Film an und für sich ein Wettrennen ist, oder? Nee, nicht wirklich. Ja, doch, ja, also finde ich schon. Die Konkurrenten, wenn du sie jetzt mal so nennen willst, die erfahren ja erst in dem Moment davon. Und selbst dann. Jein. Also ich fand schon, dass der Balken schon weiß, wonach er sucht. Nein. Weil die einzigen, die wirklich irgendwo einen Ansatz haben, das sind die Zwillinge. Die aber auch nicht wissen, was denn da jetzt genau mit gemeint ist. Sie wissen, also sie sind ja eigentlich nur dazu da, um den Corso auf diese Spur zu bringen, damit er direkt einen Ansatz hat. Die überlegen wahrscheinlich auch, pardon? Nee, mach ich. Die überlegen wahrscheinlich auch, wer hat es verdient, ne? Und die kennen natürlich auch die drei anderen und sagen, ja, okay, das ist aber, die kommen da jetzt nicht so für in Frage. Die haben alle irgendwo ihre kleinen Makel, ihre kleinen Macken und der Borken ist wahrscheinlich sogar schon völlig besessen und der eine schickt da lächerliche Postkarten. Nee, also der ist ja nicht. Nee. Was ist das für ein Quatsch? Nee, und bei Dean Corso ist es so, der hat wirklich nichts. Er hat keine emotionale Ausstrahlung, keine Familie, auch sonst kein Ziel. Er interessiert sich für seine Provision, okay. Der schnöde Mammon, ne, da ist wieder die Verbindung vielleicht. Und auch was Green Eyes ihm dann sagt, Mensch, das habe ich dich ja noch nie erlebt. Ich wusste gar nicht, dass du dazu fähig bist, als er hier, weiß nicht, wie er heißt, der Ernest Miller-Typ da im Keller erschlägt und so. Also er ist scheinbar auf dem richtigen Weg und wird dafür dann eben belohnt von den Zwillingen. Und das finde ich völlig in Ordnung. Die geben ihm ja wirklich nur, oder sagen die nicht sogar einmal, raten Sie doch mal oder irgendwie sowas, ne? So völlig verspielt auch dadurch. Und also
fand ich schon witzig und auch, wie gesagt, verdient und auch angemessen. Bei den anderen, ja gut, das ist klar, nee, dem helfen wir nicht. Und das hat natürlich auch wahrscheinlich sehr lange gedauert, diese Seite da zu fälschen. Ne? Und haben sie ja auch gesagt, das ist äußerst kostspielig. Und ja, ich weiß nicht genau, wie die sich das gedacht haben. Haben die überlegt, ja, vielleicht kommt ja irgendwann jemand oder hatten die irgendeine Vision oder weiß man nicht. Aber du merkst schon die Ironie an deiner Aussage, ne? Wieso? Wer hat's verdient, zum Teufel zu gehen? Ja, das ist ja eben auch die Frage. Ich finde das auch ganz interessant, dass wir schon innerhalb der einzelnen Charaktere, die wir besprechen, schon fast den ganzen Film hier durchnehmen. Das ist schon gut. Ja, das zeigt ja nur, wie interessant der wirklich ist. Das ist ja auch die Frage, was passiert genau? Ist es eine Belohnung? Ist es eine Art Verdammnis, aus der du nie wieder rauskommst? Oder wird man wirklich nur gelockt? Sucht der Teufel möglicherweise einen Nachfolger oder einen Stellvertreter oder was genau passiert da? Das ist ja, das gibt's ja auch immer wieder so Hinweise, auch mit dem Jahr 1666. Und ich habe nicht bewusst drauf geachtet, das ist mir nur so ins Auge gesprungen. Auch auf dem Taxi steht 6X67 oder irgendwie sowas, also auch nicht eine komplette Anspielung. Oh, Neighbor of the Beast. Ja, genau. Wenn mal Ruhe da hinten. Na gut, man muss natürlich schon bedenken, dass der Teufel gottgleich ist. Das heißt also, kann man sagen, ja, ja. Er ist auch eine Gottesgestalt, also wenn er gottgleich ist und auch irgendwie. Naja, der Sekunde, der Teufel ist ein gefallener Engel, ne? Ja, aber ja, trotzdem natürlich, er ist der Gegenspieler von Gott. So. Und er wird übernatürliche Fähigkeiten haben. Ich meine, dass man da schon vielleicht sich ausmalt, so, wenn ich mit dem jetzt irgendwie mich gut stelle oder so, naja, vielleicht winkt mir dann wirklich ewiges Leben oder so. Auf der anderen Art und Weise, ich meine, die haben alle Leute umgebracht und sind die größten Arschlöcher in diesem Film. Er schießt dich einfach und dann brauchst du keine neuen Holzschnitte, dann bist du beim Teufel. Also schneller geht's ja kaum. Ja, nee. Also erstmal, das ist ja eigentlich auch nicht richtig. Der Teufel ist ja eigentlich gar nicht der Gegenspieler von Gott. Das ist erst im Mittelalter so entstanden. Genauso wie es ist eben so falsch mit dem Pentagramm, was sie drauf haben. Der Pentagramm ist früher mal ein Schutzzeichen gewesen, ja. Und das wurde erst im späten 18. Jahrhundert. Spätes 18. Jahrhundert, glaube ich, also Anfang des 19. Jahrhunderts irgendwie mit dem Satan in Verbindung gebracht. Das ist eigentlich schon geschichtlich falsch. Die Bücher hier sollen ja irgendwann aus 1600 und bla kommen. So, das heißt, da wäre das eigentlich noch ein Schutzzeichen gewesen. Also in dem Moment eigentlich schon vollkommen falsch besetzt. Der Teufel an sich, wie gesagt, eben ist ja nur der gefallene Engel. Das heißt, er führt ja in dem Moment nur in Versuchung. Es geht aber nicht darum, dass er gegen Gott spielt, sondern er testet die Menschen ja nur. Also das geht ja zurück in, wenn wir das auf philosophischer Ebene betrachten, auf die Theodizee-Ebene. Was machen Gott und Teufel? Halten sie sich raus? Oder wie auch immer. Und wie viel freien Willen hat der Mensch eigentlich so? Und da wird dann halt eigentlich eher nur die Bühne bereitet. Deswegen glaube ich auch nicht, dass das Mädel tatsächlich der Teufel ist, weil er dann aktiv eingreifen würde. Und das tut er nicht. Zumindest nicht laut den Schriften, die dann so da sind. Deswegen gehe ich eher davon aus, dass es irgendeine Dämonin wie Lilith oder so sein soll, die auch in alten Büchern immer wieder vorkommt und auch tatsächlich auch so dargestellt wird wie sie, mit den eindringlichen Augen, Nacktheit und so weiter und so fort. Das ist ein guter Punkt, Gordon, den du da ansprichst. Finde ich super, habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Aber jetzt, wo du das sagst, macht das tatsächlich mehr Sinn. Also finde ich. Also gut, Hut ab, gut erklärt. Was ich noch gerade sagen wollte, wo du das gerade so schön aufgedröselt hast, es ist ja wie in dieser, weil du gerade gesagt hast, auch so von wegen, wie ist das jetzt, halten die sich raus, wird der Teufel in Versuchung etc. pp. Gibt ja da so eine schöne Anekdote, wo dann auch gesagt wird, so ja, Gott sagt dann irgendwie, ja, nein, die Menschen, die sind gut, die schaffen das, und der Teufel sagt irgendwie so, ja, nee, die schaffen es eben nicht.
Ja, genau. Also es geht ja eben darum, dass Gott ja den Menschen nach seinem Abbild schafft, etc. Und die halt die besondere Vormachtstellung haben. Da können wir jetzt mal kurz die Brücke schlagen zu Konstantin, ja, und Gabriel, wo sie ja auch sagt, warum habt ihr das Vorrecht in diesem Universum? Ja, kein anderes Lebewesen hat so viele Möglichkeiten wie ihr. Ihr könnt euch benehmen wie die Letzten und braucht euch nur zu entschuldigen und er öffnet euch sein Herz. Warum? Mit welcher Berechtigung? So, und das ist ja im Endeffekt von Gabriel bei Konstantin genau der gleiche Anklang, den ja Lucifer so gesehen auch hat. Ja, während Lucifer natürlich ein viel sarkastischerer Arsch in dem Fall ist. So. Und da geht's halt hier wieder zurück. Also ich habe mich auch sehr lange damit beschäftigt, weil ich schon in Schulzeiten darüber Dutzend Referate gehalten habe. Das ist halt so ein, das Thema ist halt sehr komplex so. Und mir geht's halt einfach darum, für mich wirkt der Film einfach wie ein italienischer Giallo, der Mystery-Elemente nutzen will, die er nicht so richtig versteht. Ja, gut, ja. Aber ich meine, auf der anderen Seite hast du natürlich recht, was du angeprangert hast, auch mit dem Pentagramm und so. Das habe ich auch mal gelesen, dass das früher eigentlich eine andere Bedeutung hatte. Gut, man braucht bei so einem Film natürlich immer so einen Wiedererkennungswert, ne? Und wenn du heutzutage oder auch in den 90ern, wenn du da ein Pentagramm gesehen hast, dann war das natürlich das sofort mit dem Teufel assoziiert. Ja, sicher. Aber geschichtlich gesehen in dem Film hier ist es falsch. Ja, das ist richtig, das stimmt. Ne? Und das, ja gut, das Hakenkreuz von Hitler war ja auch mal irgendwann ein Sonnensymbol, bevor er sich dem bemächtigt hat. Ja, Moment, Moment. Das Hakenkreuz ist linksdreh, rechtsdrehend. Und das Sonnensymbol ist linksdrehend. Er hat das natürlich geklaut und dann gespiegelt. Okay. Aber das ist eben genau der Punkt. So. Und hier geht es ja auch darum. Es geht ja eben darum, dass du ein Buch hast, das aus der und der Zeit sein soll. Wenn ich jetzt irgendwie dann darauf anspiele, würde, ja, das Hakenkreuz da hätte es schon 1500 bla gegeben in dieser Ausführung, dann würde ich auch sagen, das ist falsch. Ne? Ich meine, dass Hitler überall alles geklaut hat, auch die SS-Runen noch aus keltischen Zeiten, das wissen wir ja nun alle, weil er sich dann auch irgendwie mystischen Sachen verschrieben hat, weil er ja auch mit Thule etc. Mit der schwarzen Sonne versucht hat, irgendwie an auch Übersinnliches zu kommen. Weil den Heiligen Gral haben sie ja auch gesucht. Ja, sicher. Weil ja die Nazis auch davon ausgingen, dass neben der Wissenschaft halt immer noch auch das Okkulte noch vorherrscht. So, es kommt nämlich von ungefähr, dass einige noch geglaubt haben, ja, wir stammen irgendwie von Jesus ab. Aber sonst geht's euch gut, oder was? Der hat auch 9 Pforten gesucht. Sehr gut. Ja. ich würde mal sagen, wir können ja mal konkret auf das Buch oder die Bücher eingehen. Jens, du hast das Buch, also jetzt das richtige Buch, du hast es ja gelesen, ne? wird das da auch so explizit aufgedröselt wie in dem Film oder ist das da ganz anders thematisch dargestellt? Was meinst du genau aufgedröselt? Ja, die suchen ja quasi dieses Buch, ne? Das von Lucifer geschrieben wurde. Dieses, oh, wie hieß es? Meinst du diese Dämonenbibel oder was das da war? Ja, genau. Das suchen sie ja nicht. Das wird ja in den... Was? Omikron? Nein, das hat einen ganz eigenen Namen. Glaube ich aber auch mit geschichtlichem Hintergrund. Wie hieß es denn jetzt noch? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, dieses suchen sie nicht. Das ist ein, laut dem Film, ein Buch, das von Lucifer persönlich geschrieben wurde. Ja, genau, das auf dem Scheiterhaufen irgendwie verbrannt wurde, ne? Das weiß ich nicht genau, ob das jetzt da drin erwähnt wird. Auf jeden Fall ist es so, dass er an die 9 Pforten beteiligt war. Ne? Oder wie heißt nochmal das? Wie heißen diese 3 Bücher nochmal, die da haben? Die heißt doch nicht die 9 Pforten, oder? Das Buch der 9 Pforten ins Reich der Schatten. Genau, ja, doch. Ja, daran war er halt eben nur beteiligt. Und Tolkien ist ja der, glaube ich, der es geschrieben hat eigentlich. Halt eben mit dem Teufel zusammen. Ja, ja gut, aufgedröselt wird in dem Buch nicht wirklich etwas. Es gibt verschiedene Sachen, die nicht gleich sind. Zum Beispiel ist Balkin gar nicht der Gegenspieler, ist eher eigentlich auch nur so ein Typ wie die Telfer, beziehungsweise, nee, wie die Baroness. Und eigentlich auch nur so ein Nerd. Der Film hat das eben anders gemacht. Wie gesagt, der Film heißt ja auch eigentlich komplett anders als wie das Buch. Das Buch heißt Der Club Dumas. Und in dem Buch geht's halt eben, also im Club Dumas geht's halt eben auch mehr eher so um den Club.
da ist das dann schon ein bisschen anders als wie in dem Film. Anbei ich aber sagen muss, in dem Film, vor allen Dingen durch die Darstellung von Balkan, finde ich das gar nicht so schlecht gemacht, dass man das so entsprechend geändert hat. Das hat es ja schon so häufig gegeben, dass im Buch das komplett anders war als wie im Film. Mal besser, mal schlechter. Hier finde ich das gar nicht so verkehrt. Ja, das Buch lässt leider auch sehr viel im Dunkeln. Du erfährst nicht wirklich, was die Intentionen hinter den verschiedenen Charakteren sind oder was jetzt halt zum Beispiel mit dem The Girl ist, ja, mit dem Mädel, das da die ganze Zeit Corso hilft, erfährst du auch nicht wirklich großartig was. Also so viel, so da ist der Film jetzt nicht unbedingt sonderlich weit ab vom Buch. Ist es nicht auch so, dass man in bestimmte Figuren, dass sich das auch so, ich kenne mich jetzt, weiß Gott, nicht so gut aus wie Gordon, also was die ganze Geschichte angeht, aber ging es nicht immer auch um Interpretation, weil sie ja auch sagt, wenn sie es sagen, ne? Ja, und also natürlich. Mit dem, sind sie Studentin? Ja, wenn sie es sagen, dann bin ich das wohl. Sind sie sowas wie mein Schutzengel? Ja, wenn sie es sagen, dann bin ich das wohl. Ja, also wir Männer finden das ja auch immer ganz toll, wenn Frauen so reden. Ja, wenn du es sagst, dann ist das wohl so. Hör auf, mit deinem scheiß Doppelbein zu stampeln. Und er wird sie ja auch nicht los, sonst hätte er wahrscheinlich schon längst gesagt, weißt du was, das ist mir jetzt so blöd, olle Zicke. Ja, weiß ich nicht. Also erst geht sie ihm ja auf die Nerven, aber er findet das ja trotzdem ganz faszinierend. Und deswegen, sie fordert ihn ja auch so ein bisschen heraus, was so die Interpretationen angeht. Und ich habe nochmal eine Frage an euch zu ihrer Einführungsszene, als sie da auf dem Stuhl sitzt und die Kamera so runterschwenkt unter ihren Stuhl. Was sollte das sagen? Ich habe nochmal so drauf geachtet, irgendwas mit den Schatten oder so, oder soll das die achte Pforte. Ja. dass sie einfach keine Sachen dabei hat, dass sie gar kein Gepäck hat, grundsätzlich nicht, sollte das darauf hindeuten. Ich habe diesen Kameraschwenk nicht verstanden. Wo nochmal, Entschuldigung. Da in dem Hörsaal, als er sich da hinsetzt und sie das erste Mal sieht. Ja. Und dann guckt er doch so runter unter den Stuhl. Ja. Und da ist aber nichts. Oder was soll da irgendwie ein Hinweis sein auf irgendwas, auf irgendwas Übermächtiges? Ich habe das nie so ganz rausgefunden. Nicht, dass ich wüsste. Das war aber, glaube ich, so ein Stuhl, wo der hinten keine Beine hat oder so, ne? Der nach vorne genau. Immer gebogen ist. Ja, da das sind diese Konferenzraumstühle, ne? Die so. Naja, ja. Also nicht, dass ich wüsste, ganz ehrlich. Ja, glaube ich auch nicht, dass da ein besonderer Hinweis drin lag. Aber du bekommst, was sie betrifft, auch im Buch, wie gesagt, kaum irgendwie Hinweise, eigentlich so gut wie gar nichts. Sie hat entsprechende Kräfte, das sieht man hier zum Beispiel auch im Buch, im Film, Entschuldigung. Aber das war's. Deswegen hatte ich mir das Buch gekauft, weil ich gerade über sie mehr wissen wollte, aber nicht. Und dann ist noch eine Frage, wie wandlungsfähig sie ist. Also scheinbar kann sie aus dem Nichts auftauchen. Sie meint ja auch, ihre Art zu reisen ist um einiges günstiger. Also sie fliegt einfach oder teleportiert sich, wohin sie auch immer will. Kann auch andere Gestalten annehmen. Ich weiß nicht, wie ihr die Szene gedeutet habt. Mhm. Da in dieser Reihe, wo sie anstehen. Ich weiß nicht, ob am Bahnhof oder am Flughafen. Flughafen. Und dann dreht er sich doch um und sie ist weg und dann guckt er runter und wird von diesem Mädchen angestarrt. Mhm. Ist das irgendwie eine Tarnung oder so? Oder weiß ich nicht, warum? Und dann steht da plötzlich dieser Hund, weiß nicht, war das ein Dobermann oder so? Der stand da plötzlich da an dem Brunnen, als er sich gewaschen hat, starrt ihn auch an und irgendwie so ganz, ganz mysteriös, nicht zu deuten. Ne? Ja, es ist doch schon so ein bisschen so ein Hinweis auf sie. Ja, ne? Deswegen sage ich ja, habe ich so die Vermutung, dass es der Teufel selbst sein könnte. Weil dieser kann ja laut Bibel, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, in genau der Gestalt kommen, wie er möchte. Ja, aber das wird ja auch nicht so richtig erklärt. Also warum sollte sie nicht so, wie sie aussieht? Sie sieht ja eigentlich normal aus. Sie sieht ja aus wie ein normaler Mensch. Wieso kann sie ihn nicht so begleiten? Oder warum kann sie ihm nicht so einfach immer erscheinen? Das ist vielleicht doch eine andere Figur, die wir da immer sehen in den in den anderen Erscheinungen. Das weiß man nicht. Ich würde das so interpretieren, dass sie tatsächlich fasziniert ist von ihm.
dass sie einfach mal guckt, so, naja, mal schauen, was er jetzt als nächstes macht. Und wenn du fasziniert bist halt von etwas oder von irgendjemandem, dann glaube ich schon, dass du dann einfach auch mal versuchst zu beobachten, wie sich derjenige dann so und so und da verhält. Und nein, in ganz brenzlichen Situationen. Dann ziehst du denjenigen mit deinen Augen aus. Wie auch immer. Ja, macht sie ja quasi, ne? Also sie fängt ja auch immer da an zu blinken und mal ein bisschen kräftiger grün und dann wieder ein bisschen weniger. Und ja, das macht so den Reiz des Filmes aus, dass du eben nicht genau weißt, wer hat da eigentlich welche Rolle oder wie sind die ganzen Szenen zu deuten oder ist es eine Prüfung für ihn oder ja, ist es eine Art Auslese, die da stattfindet oder ja. Die Sache ist ja auch die, was dieser Typ da sagt, der Fargasch, manche Bücher schlägt man nicht ohne Folgen auf oder ungestraft auf, was er da sagt. Ich bin schon auch der Meinung, dass die ganzen Charaktere ziemlich unbedacht mit diesem Thema umgehen. Ich meine, hey, wir sprechen hier über den Teufel. Die glauben, dass sich da für sie irgendwas ganz Tolles ergibt oder so. Die Sache ist ja halt eben auch, was ich schon angesprochen habe. Ja, aber was denn? Was erhoffen die sich dadurch? Wissen, Macht, ewiges Leben, besondere Fähigkeiten? Sagt der Borken nicht sogar irgendwas, was er sich davon erhofft? Sagt ja, er das eben, Ebenbürtigkeit mit Gott. Ja, irgendwie sowas, ne? So. Ja, also es ist ein Gottkomplex. Ja. Während zum Beispiel die Baroness sich tatsächlich nur Wissen erhofft. Sie sieht ihre Macht halt darin, dass sie es wissenschaftlich korrekt abbilden kann. Ja. Was ja auch eine Machtform ist. Und der Letzte, der Fargas, der sieht vielleicht gar nichts da drin. Der ist halt der Geek. Ja, er ist halt derjenige, der einfach nur sammelt. Mhm. Und sich einfach sagt, naja, ich stehe halt auf alte Bücher so, ja. Ich leg da diesen ganzen Schwachsinn, den die anderen da drin sehen, gar nicht so. Oh, aber er meint doch, er würde es um gar keinen Preis verkaufen. Nee, genau. Also, ich würde meine Masters of the Universe auch nicht verkaufen, wenn ich ewig darauf gewartet habe. Für eine Million würdest du vielleicht drüber nachdenken. Ja, vielleicht. Aber er weiß ja auch nicht, wer dahinter steht und was der Balken da für ein Typ ist. Ja, aber guck mal, wenn du ein richtiger, tatsächlicher Geek bist, also ein wahrer Fan und du bist einfach ein Liebhaber von alten Büchern, das würde er wahrscheinlich auch bei anderen Büchern sagen. Also wenn er jetzt den Don Quixote da stehen hätte, dann würde er wahrscheinlich auch sagen, hier, den verkaufe ich nicht, auch nicht für eine Million. Weißt du, wie schwer das ist, an den Rand zu kommen? Ja. Geld spielt für mich da gar keine Rolle. Ja, da diskutierst du mit dem Jula mit dem Falschen. Wieso? Ja, du sammelst doch nichts. Oder sammelst du irgendwas? Och, nö, nicht mehr. Siehst du? Also, so, schon raus, komm drauf. Ich verkaufe alles für eine Million, auch meine Großmutter. Nein, ja. ich kann das schon verstehen. Klar, schon gut, den Corso. Ich dachte nur, es hätte jetzt sich jetzt genau nur um dieses eine Buch gedreht für ihn. Und das glaube ich. Da war ja dann auch eigentlich schon klar, okay, der muss dran glauben. Denn wenn er es nicht verkauft, muss man es ihm gewaltsam entwenden. Aber das glaube ich nicht. Also ich glaube, er ist tatsächlich einfach der Sammler, der sich an diesen Stücken einfach erfreut. Und Geld ist für ihn halt nur ein Mittel zum Zweck. Und Geld hat er genug, das wissen wir alle, das sehen wir an seinem Haus etc. Und er sagt sich dann halt, was soll ich mit dem ganzen Geld, das ist totaler Quatsch, die Dinge haben für mich einen Wert. Und natürlich ist es dann so, dass dann einige Leute sagen, ja, ich verkaufe das nicht, auch nicht für eine Million, weil ich darauf, keine Ahnung, 30 Jahre meines Lebens gewartet habe. Ja. Übrigens, was ich in dem Film auch richtig, richtig gut finde, ist, neben dem ganzen okkulten Thema, ist, dass er sehr bodenständig bleibt. Wir haben ja mit dem Hauptcharakter jemand, der dauernd irgendwo eins auf die Nase kriegt, der blutet, der auch immer zu Boden geht. Also das finde ich auch sehr, sehr gut an dem Film, dass wenn man sich das Okkulte mal wegdenkt, könnte das tatsächlich auch im realen Leben so passiert sein. Und die einzige wirklich große Action-Szene neben dem Schluss zum Beispiel, was ich aber nicht wirklich als Action-Szene bezeichnen möchte, das ist ja die, wo dieses Gerüst zusammenbricht. Naja, und vielleicht noch die Prügelei, ne, wo sie mal den Roundhouse-Kick von Chuck Norris auspackt. Ja gut, okay, gerne. Also, das kann man natürlich noch dazu rechnen. Aber sonst ist der Film recht bodenständig. Er konzentriert sich wirklich darauf, sehr mystisch zu bleiben und an diesem Rätsel auch einfach zu kleben. Ja, ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen Polanski dahinter, ne? Also ich meine, das kennen wir ja von Rosemary's Baby, wobei ich sagen muss, Rosemary's Baby hat den Suspense besser eingefangen. Der wirkt, obwohl er älter ist, gruseliger. Der hier wirkt mehr wie so eine Art Abhandlung, die
so ein bisschen ja, so ein bisschen weirden Geschmack irgendwie hat, wo ich irgendwie immer denke, naja, irgendwie will ich schon wissen, wie es weitergeht. Das ist ein bisschen komisch gerade, aber so richtig gruselig ist der nicht. Nee. Mehr ein Krimi. Bitte? Ich finde, er ist mehr ein Krimi. Ja, vielleicht, ne? Ja. Also genau, so ein Mystery-Krimi, ne? Ja, wo man sich die ganze Zeit so denkt, so ist jetzt was dran oder nicht? Weil am Anfang ist es ja auch ziemlich gut gemacht, wo eben Balkan dann zu ihm sagt, ja, er soll es mit dem Teufel geschrieben haben und Corso guckt ihn an. Ernsthaft. So, ja. Also auch mit diesem Blick, den dann jeder hätte, ne? Ja, klar, mit dem Teufel, nee, ist klar. Ne? Ich habe mich auch schon ganz gegruselt, als du deinen unglaublich schlauen Code 666 eingegeben hast. So, ja. Das wären natürlich so Sachen, wo ich dann auch da gesessen hätte, so als der Dean Corso, hätte ich auch gedacht, oh ja, bitte, bitch, please. So, und das sind natürlich genauso diese Punkte, und dann wird er da halt so langsam in den okkulten Sog reingezogen. Und das ist eigentlich das, was das Ganze so ausmacht. Ich finde es auch in Ordnung, dass er da solche Sachen wie Telfer hieß die, ne? Telfer? Mhm. Wie sie ihm da eben diese Whiskybuddel über den Kopf zieht, dass er dann eben mal anfängt zu bluten. Mal davon abgesehen, dass aus der kurzen Entfernung und bei dem Schlag er wahrscheinlich einen Schädelbasisbruch hätte, weil so leicht zerbricht so eine Flasche nicht. Aber wenigstens blutet er immerhin mal, ja, im Gegensatz zu Bud Spencer und Terence Hill Filmen oder 100.000 anderen Actionfilmen, wo sie sich irgendwie 25 von diesen Flaschen über den Kopf ballern. Naja, wenn es wirklich um Unsterblichkeit geht, dann müsste Dean Corso sich extrem beeilen, weil so viel wieder raucht, das ist ja Wahnsinn, der muss ja schon Lungenkrebs haben eigentlich. Das hat mich sowieso die ganze Zeit gestört. Er ist ein Büchernarr. Ja, und raucht die ganze Zeit alles zu und überhaupt. Das hat Melina auch gestern tausendmal gesagt, die meinte, nicht rauchen bei teuren Büchern. Nee, das geht auch nicht. Und dann vor allem auch da die Zwillinge, da wo dann die Asche da auf das Cover fällt und so, das stört ihn dann ja plötzlich. Aber er selber pafft da alles voll. Ich möchte auch gar nicht wissen, wie es bei Bernie riecht. Und das muss ich anmerken, das hat mich auch gestört. Das hat mich tatsächlich auch gestört, weil ich bin selber Raucher. Ich würde aber nie auf die Idee kommen, in der Gegenwart von meinen Comics oder so zu rauchen. Ja. Auf die Idee würde ich nicht mal kommen. Machst du das nicht? Nein, natürlich nicht. Ja gut, also wenn du so ein extremer Sammler bist, dann... Rauchen ist eine Wertminderung in dem Bereich, Mann. Ja, höchstgradige Wertminderung. Ja, gut, was jetzt seine Comics betrifft, das ist natürlich was anderes. Wenn du nur jemand bist, der die liest und dann vielleicht so auch wieder wegwirft oder so, dann spielt es keine Rolle. Ja, natürlich, Jens. Ich habe eine riesige Comicsammlung. Aber doch andere Leute. Ja, nein, aber ich meine es jetzt nur als Vergleich. Er ist ja ein Buchliebhaber. Der Corso weiß doch Bescheid. Also es ist ja nun nicht so, dass er irgendwie so ein Hi-O-Pi ist, der jetzt sagt, ja, wissen Sie, ich habe hier so einen Penner von der Straße geholt. Hier ist mal das Buch, gucken Sie das mal an, okay. So ist es ja nun nicht, sondern ne, er ist ja nun mal jemand, der da irgendwie auch den Hintergrund zu hat. Es gibt ja auch einen Grund, warum der Boris Balkan ihn aussucht. Weil er käuflich ist. Ja. Gibt mit Sicherheit auch. Das wären 100.000 andere auch. Aber nicht auf die Art, glaube ich. Also ich glaube, Balkan weiß schon ganz genau, wen er sich da an Land gezogen hat. Jemand, der wirklich so eine Art Söldner auch ist. Und so kommt mir Dean Corso auch wirklich vor, als jemand, der absolut käuflich ist. Das sagt ja auch die Täfer noch zu ihm. Also als er seine Provision anspricht, ja, sie sind doch ein Söldner. Sie sind doch käuflich. Sie machen immer das, was der Meistbietende verlangt. Ja, aber er ist jemand, der aber auch, wenn er einen Auftrag angenommen hat, ich meine, er hätte ja mit Sicherheit auch einfach das Buch verkaufen und Borgen sagen können, wie die Telfer es ja auch gesagt hat, sagen Sie mir einfach, Sie haben es verloren oder ist gestohlen worden oder was auch immer. Er hätte das Geld einsacken und Borgen diesen Quatsch da unterjubeln können, aber das macht er halt eben nicht und das weiß Borgen auch. Ja, und deswegen, da ist er eben doch zu sehr Profi, hat sie ihm vorgeschlagen, das stimmt. Und dass es dann ja auch versichert wäre von Borgen. Aber es geht ja gar nicht darum, wie teuer dieses Buch ist, sondern eben, was es bedeutet. Ja, klar. Ich glaube auch einfach, dass dem Corso auffällt, irgendwas stimmt mit der Alten nicht wirklich so. Und er hat es dann halt hingenommen, dass er sie dann ballert und dann ist das interessiert ihn auch nicht. Da ist er halt Kerl. Ja, und dann kommt er ja auch mit so einem Spruch so, ne? Ich dachte, das hätte ich gerade. Das muss aber auch, ja? Nee, erzähl. Mir fiel dann damals nur so auf, als ich das in der Retrospektive so betrachtet habe, war dieser Spruch jemanden ficken damals neu? Also, dass man einfach meint, man hat jemanden übers Ohr gehauen? Ja, du kannst es eigentlich nicht anders übersetzen. Also, ja, fuck with someone. Ist aber auch im Deutschen geläufig, jemanden ficken.
Ja. Also ich habe dich gefickt, also ich habe dich übers Ohr gehauen. Das war aber nicht neu, das gab's schon in den 70ern. Ah, okay. Sorry, was wolltest du eben sagen, Julian? Habt ihr euch gefragt, also jetzt beim ersten Mal gucken ist es mir dann völlig entfallen wieder, aber so die Male danach habe ich mich immer gefragt, warum genau hat sich Andrew Telfer umgebracht und was stand in dem Brief? Also das, das ist mir nie so ganz klar geworden. Er also, fürchtete das Buch. Er fürchtete, ja, das ist mir aber ein bisschen zu platt. Nee, ich hab da was? Wirklich Nein, ich glaube, also im Buch selber, jetzt nicht, also anders, in dem Buch The Club Dumas wird das auch nicht wirklich beschrieben. Hm. Sache ist halt eben, dass ich glaube, dass er einfach herausgefunden hat oder sehr nahe dran war, um zu kapieren, was ist da überhaupt los, und er einfach Angst hatte vor dem, was er da offenbart hatte. Und das ist das, was mir auch am Film ein bisschen fehlte, so ein bisschen der Respekt davor. Ey, wir reden hier vom Teufel, bleib mal ein bisschen cool hier. Die tun ja in dem Film alle so, als wäre das einfach richtig cool. Ich meine, klar, der Teufel ist gottesgleich oder gottähnlich, ja. Trotzdem denke ich mir einfach, Leute, die Bibel warnt davor. Wir reden hier über das Böse. Und die reden davon so, ja, so als sitze ich bald im Stuhl neben Gott, so nach dem Motto, hallo? Wart ihr nicht irgendwie in der Kirche oder so? Die gehen mir mit dem Thema einfach ein bisschen zu einfach um. Und wahrscheinlich hat das hier an dieser Stelle der Telfer selbst dann ja vielleicht auch ein bisschen mit Respekt behandelt und einfach Angst bekommen. Das war, wie gesagt, wir reden über den Teufel. Das war ja der Abend, nachdem er das Buch Balken verkauft hat. So, das heißt, er muss ja irgendwie eine Ahnung gehabt haben, oh, jetzt ist das Buch hier aus dem Haus, und er hat es ja seiner Frau geschenkt, beziehungsweise die hat ihn ja wirklich völlig verrückt gemacht damit sie das Buch kriegt, und hat ihn ja sowieso nur wegen seines Vermögens geheiratet und so weiter. Und dann wusste er eben, er hat es nicht mehr in der Hand, er hat da keine Kontrolle mehr drüber, oder wer weiß, was der Balken damit anstellt. Und vielleicht hat er das geschrieben. Ich bin aber vielleicht hat er sich ja einfach umgebracht, weil er Angst hatte vor der Rache seiner Frau. Ja gut, wie soll die aussehen? Naja, es war nicht er, der das Buch besorgt hat, sondern die Frau war diejenige, die es ausfindig gemacht hat. Er hat nur den Scheck hingehalten. Ja. Das wird ihr klar gemacht im Film. Ja, genau. So, sie ist in den okkulten Bereich tätig. Sie ist eine Satanistin. Mhm. So, ja, der glaubt immer. Ja, genau. So, und er war nun mal vielleicht auch nicht ganz so blöd. Und irgendwann ist ihm mal klar geworden, okay, was ist das hier eigentlich? Ich werde jetzt dieses scheiß Buch los, weil die Alte, die dreht vom Teller. So. Ja, dann hat er das Buch halt verkauft für den und den Preis, und dann wurde ihm klar, wenn sie das rausfindet, dann werden die Satanisten mit mir wahrscheinlich schlimmere Dinge machen, also nehme ich mir selber das Leben. Ja, leider gibt das Buch an sich auch keine Auskunft. Nee. Weil es auch unerheblich ist für den Film, für die Geschichte. Genauso ja, unerheblich immer, wie ob Boris Balkan Mensch ärger dich nicht gerne spielt. Du bist ein Paragraphenreiter, das war ja dann nur ein Beispiel. Aber ist egal. Was könnte in dem Brief gestanden haben? Vielleicht Ausflüchte, also möglicherweise gar nichts über das Buch oder die Zusammenhänge, weil ja auch gesagt wird, dass die Haushälterin ihn gefunden hätte, meine ich. Sein Abschiedsbrief. Ja, genau. Dass dann da möglicherweise irgendein Ablenkungsmanöver drin stand, dass man da gar nicht so die Rückschlüsse ziehen kann. Weiß man wirklich? Ja nicht, dass er eine Krankheit vorgetäuscht hat oder so. Ja. Gut, dann würde ich sagen, eigentlich haben wir soweit alles durch. Ihr habt noch irgendwas Wichtiges, was ihr anmerken wollt? Ja, die Musik ist ganz gut gewesen, finde ich. Also sehr gute Wahl, sehr schön komponiert worden. Auch eigentlich passend zu jeder Szene, auch sehr bodenständig. Ja, das stimmt. Ja. Dem kann ich mich anschließen. Das stimmt. Mystisch. Ja. Hat mich auch an Ghostbusters erinnert. Also nicht den Titelsong natürlich, sondern den anderen Soundtrack immer. Mhm. In der Bücherei zum Beispiel. Ja, ich wollte gerade sagen, du meinst wegen dem teilweise holprigen Klavier, ne? Ja, genau. Das klingt schon sehr ähnlich, finde ich. Mhm. Das habe ich auch an der einen Szene gedacht. Da habe ich auch gewartet auf Ja. Das stimmt schon. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zur Bewertung des Films, und da macht der Jens mal den Anfang. Bitte.
89%. Ein Film, mit dem man, wo man auf jeden Fall sagen kann, eine absolut tolle Stimmung, sehr bodenständig, sehr mystisch. Der, ja, es gibt ja so Filme, wo man sich einfach denkt, okay, da hättet ihr jetzt mehr erzählen können. Das ist jetzt Quatsch, dass man sich das hier selber zusammenreimen muss. In diesem Fall finde ich einfach, passt das aber sehr gut, dass sehr vieles einfach im Unklaren bleibt, weil so der Film auch weiterhin interessant bleibt. Es gibt nicht sehr viele Filme, die das bei mir schaffen, aber bei diesem ist das nun einmal wirklich der Fall. Ich würde mal einfach mal auch sagen, dass weder das Buch ist besser noch der Film ist besser, weil beides einfach eine eigene Atmosphäre an sich hat. Und trotz der Änderungen ist der Film sehr, sehr gut geworden. Ich kann mich an wenigen Sachen stören, deswegen 89%. Julian, deine Bewertung. Ja, ich mag sehr, sehr viel an dem Film. Sicher nicht perfekt, aber mir gefällt eigentlich fast alles. Die Darsteller machen einen sehr guten Job. Die Musik hat Jens schon angesprochen. Die Atmosphäre, die Schauplätze, wie das alles eingefangen wird, auch sehr schön fotografiert und die ganzen die Kulisse ist sehr beeindruckend. Die Geschichte ist sehr faszinierend. Man kann den Film auch immer wieder gucken und kann neue Details entdecken. Das mag ich auch immer sehr. Kann dann auf mehrere Sachen achten, was man vielleicht die ersten ein, zwei Male gucken nicht bemerkt hat. Ich würde sogar noch ein bisschen höher gehen. Ich sag mal 92, so in dem Dreh. Also es gibt schon sehr, sehr wenig, was mir jetzt nicht so gefällt. Das Erzähltempo mag ich sogar auch. Also es sind ja teilweise die Szenen auch wirklich sehr lang gezogen. Aber das hilft auch, um das Gesehene und was möglicherweise noch kommt, so zu verarbeiten und sich so zurechtzulegen, zurechtzupuzzeln. Das mag ich immer sehr gern. Das Ende dagegen finde ich ein bisschen gerusht. er fliegt dann zurück. Ja. Findet die Seite, die fällt ihm vor die Füße, zack, ist er wieder beim Chateau, geht da rein und das alles innerhalb von Sekunden, vielleicht eine Minute oder so, wenn es hochkommt. Das fand ich ein bisschen schade. Also die 10 Minuten hätte man dann auch noch gehabt, dann hätte man die 2,5 Stunden voll gemacht, hätte man da irgendwie noch, ja, man weiß ja auch gar nicht, was ist mit den Zwillingen passiert, warum sind die da raus, sind die gestorben oder was war da los oder warum hat die Seite da nicht wirklich gelitten? Ihr habt es eigentlich erkannt, dass die beiden Arbeiter die beiden Zwillinge waren? Ja, klar, sicher. Es war alles ein und derselbe Typ. Das waren auch keine Zwillinge, wie gesagt. Ja, das war immer ein Schauspieler. Ah, das ist mir nicht aufgefallen. Ja. Vielleicht kann man das ja auch so interpretieren, dass sie so eine Art Engel vielleicht sind. Die beiden? Ja, vielleicht. Ja. Wenn sie da plötzlich nochmal als Arbeiter auftauchen, so nach dem Motto, so, wir beobachten dich, Freundchen, Ja, stimmt. Vielleicht. Stimmt gar nicht so doof. Also, die haben ihm so geholfen und dann kommt er zurück und dann, oh, der hat's immer noch nicht raus. Und die beiden Alten, die hätten ja nie im Leben den Schrank so ankippen können. Da haben die sich gedacht, oh, machen wir mal ganz hier kurz die Handwerker oder so. Ist gar nicht schlecht, finde ich gut. weiß man, warum die Baroness im Rollstuhl sitzt, beziehungsweise warum sie keinen rechten Arm mehr hat? Mir wurde auf jeden Fall nicht im Film gesagt. Nee, ja gut. Das war noch so, das schwirrte mir noch im Kopf rum. Ansonsten, nö, mir gefällt, wie gesagt, fast alles. Auch wie sie dann zum Schluss darauf kommen, wenn sie da das Auto drehen und es ist alles so schön eingefangen. Und wie hieß sie nochmal? Täfer. Nee, ihr Mädchenname. Ah, Saint-Martin. Ja, da, hier, guck mal. Oh, und dann in dem Moment, und in dem Moment wird darauf fokussiert. Oder auch als er dann nochmal in dem Bistro sitzt da und dann auf der anderen Seite wieder hier den Ernest Miller-Typ entdeckt. Und da geht plötzlich das Licht an drin und dann sieht er nur noch sein eigenes Spiegelbild. Das sind alles so schöne Effekte, die du wirklich mit simpelsten Methoden machen kannst. Und die machen den Film, glaube ich, auch aus. Also ist alles handwerklich auch sehr schön gemacht. Anbei übrigens auch, ne? Ein Dodge Viper. Wir sind bei der Bewertung. Ja, fließt in meine Bewertung mit ein. Hat El Bandi lange für gespart. Ja.
Okay, 92% von dem Julian und dann bin ich jetzt mal auf Gordons Meinung gespannt. Ja, also ich kann die Begeisterung nicht so ganz teilen für den Film. Es gibt sicherlich ein paar Sachen, die vollkommen in Ordnung sind und die auch ordentlich umgesetzt sind, aber mir fehlen einfach zu viele Sachen. Gerade das Ende geht mir unglaublich auf die Nüsse. Also das ist für mich vollkommen unbefriedigend. Es passiert einfach in dem Moment zu wenig. Ich glaube, das Ende des Buches war sogar so, dass es im Endeffekt nur darum geht, dass der Balkan verbrennt oder der Bad Guy im Buch ist es, glaube ich, nicht der Balkan, ne? Das ist ein anderer, ne? Nein, im Buch ist Balkan nichts weiter als, wie sagen wir hier, der Telfer. Ja. Quatsch, Telfer, der Fargash. Das ist einfach ein Büchernarr. Der hat nicht wirklich groß eine Rolle. Aber das haben sie für den Film halt eben geändert. Sonst ist es der Club Dumas. Ja, aber am Schluss ist es glaube ich, im Buch, zumindest habe ich das, meine ich, mal gelesen, dass es im Buch so war, dass da auch einer ist, der das dann versucht und am Schluss eben verbrennt. Und da ist dann, glaube ich, so der Absatz, das Schlusswort, jeder bekommt den Teufel, den er verdient. Das weiß ich nicht mehr, ist 15 Jahre her, dass ich das Buch gelesen habe. Ich weiß es auch nicht mehr genau, ich habe halt nur mal eine Zusammenfassung zu dem Buch gelesen, weil ich irgendwie damals schon dachte, der Film ist für mich unstimmig in einigen Punkten. Mal davon ab, dass ich dass einige Sachen natürlich schon so Folgefehler beinhalten, eben auch so Fehler mit dem Pentagramm etc., wenn man sich halt ein bisschen mit der Materie auskennt, dann ist es halt ein bisschen anstrengend. Davon ab, dass er irgendwie, als er von der Burg zurückkommt, irgendwie die Tür zuschlägt und man dann plötzlich die Kameracrew im Rückspiegel sieht. Das sind alles so Sachen, wo ich dann da sitze und mir denke, oh, und das fällt mir dann auch noch auf und dann denke ich so, oh, das ist blöd. Warum ich vorhin gesagt hatte, es wirkt auf mich wie ein italienischer Giallo, bevor jetzt natürlich alle rumschreien, nein, das ist ja kein Giallo. Nee, ist mir klar, dass es kein Giallo ist. Ja, es geht nur darum, dass es einfach so von dem Setting her, von dem Filmerischen her, von dieser altbackenen Kamera her, von den Detailaufnahmen her sehr an diese alten 60er, 70er Jahre Giallos erinnert, die irgendwie Mario Brava oder meinetwegen, wenn ich ihn unbedingt erwähnen muss, Dario Argento so aufgeführt haben, ja. Die Giallos von Argento zeichnen sich halt immer durch sehr viel Blödsinn aus, deswegen mag ich ihn nicht so gerne. Die Emanuel Seigner beispielsweise ist in meinen Augen nur gecastet worden, weil sie hübsch war und Roman Polanski wieder einen Fetisch für sie hatte. Nee, der ist, glaube ich, sogar mit ihr verheiratet gewesen. Ja, also. Das war kein Wunder, dass sie genommen wurde. So ja, eben Spielberg und Kate Capshaw. Das war die dritte Frau von ihm. Die dritte. Ja, so, also, dann stimmt das doch. Sie ist gecastet worden, weil er sie heiß findet. Nicht, weil sie geile Schauspielerin ist. Naja, so. Gut. Und da geht es eben nur darum, so dass die Alte ganz gut aussieht und ziemlich hübsche Augen hat und darauf rödelt sich Polanski ein und dann setzt er sie da halt eben ein und fertig. Okay, kann man machen, kann man auch lassen. Das sind so Sachen, wo ich dann irgendwie sage, puh. Also Langella finde ich ziemlich stark, wobei er mir in den Abschlussszenen teilweise schon fast ein bisschen zu sehr chargiert. Ja, obwohl ich natürlich zugestehen muss, bei der Boo-Szene habe ich gelacht, weil ich es halt einfach gut fand, wie albern man so einen satanischen Club auch mal darstellen kann. Und das ist auch in Ordnung so. Aber mir fehlen einfach zu viele Sachen. Einige Sachen sind mir vom Pacing her zu langsam, andere sind mir dann, wie eben auch das Ende, deutlich zu schnell. Dass der oft eine Atmosphäre aufbaut, auch inklusive der Musik, ist mir klar. Aber das macht für mich nicht immer einen runden Film. Viele lieben gerade die Giallos deswegen, weil so viele Szenen dabei sind, die einem irgendwie im Kopf bleiben. Aber für mich muss das Gesamterlebnis Film einfach stimmen und nicht nur einzelne Szenen, die mir im Kopf bleiben. Das funktioniert für mich da einfach nicht. Und da ist mir das Ende dann halt auch einfach zu platt. Auch dieses unglaublich schnelle, wie Julian vorhin gerade richtig gesagt hat, innerhalb von einer Minute zusammenfassen des Endes mit dem Teil, was dann noch von dem Schrank runterfliegt und so. Und er geht dann einfach nur ins Helle und am Schluss wird man alleine gelassen. Und dann heißt es, ja, man kann halt so viel spekulieren im Film. Ja, klar, das kann ich auch bei 100.000 anderen Kunstfilmen. Das heißt aber nicht, dass sie nicht trotzdem scheiße sind. So, und das ist eben genau der Punkt. Also ich sage nicht, dass der Film hier generell scheiße ist. Dafür spielt Depp zu stark, dafür spielt Langella zu gut. Dafür sind einige Sachen eben Kleinigkeiten, auf die geachtet werden, auch zu gut, wie eben auch das Bluten zum Beispiel, nachdem man eine Flasche über den Kopf bekommen hat. Einige Anspielungen sind wirklich gut und der Film schafft es, gerade in der Mitte, diese Mystery-Atmosphäre ziemlich hochzuziehen, so, wo er dann da sitzt. Aber
unglaublich viel passiert nicht in dem Film. Wir kommen wenig weiter, was die Handlung angeht. Es ist halt eine unglaublich kurz erzählte Geschichte. Und vielleicht wäre das als Twilight Zone-Folge irgendwie besser aufgehoben gewesen. So funktioniert er für mich nicht, vor allen Dingen nicht, wenn dann das Ende so schnell abgeschlossen wird. Und deshalb gebe ich dem eher 70%. Ja, 70% ist weniger, als sie angegeben haben. Also kommen wir mal zu meiner Bewertung. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Film ganz schlecht in Erinnerung gehabt. Also wirklich ganz schlecht. Ich habe den 3-4 Mal gesehen. Das Einzige, was mir in Erinnerung geblieben ist, ist wirklich das Ende, also die Sexszene. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist das Einzige, was mir in Erinnerung geblieben ist. Deswegen musste ich mir den Film jetzt nochmal angucken. Und ich hab tatsächlich nach dem Film wieder die Hälfte vergessen gehabt. Also ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht liegt es wirklich daran, was der Gordon gesagt hat, dass die Story halt, ja, ein bisschen sehr dünn vielleicht nicht, aber erzählerisch nicht gut ist. Meiner Meinung nach. Dick ist sie auch nicht. Ja. was er Gordon gesagt hat, kann ich mich anschließen. Also Johnny Depp und Frank Langella sind in ihren Rollen großartig, haben mir auch sehr gefallen. Das Rätsel war ganz nett. Also das, wie das so aufgebaut wurde mit dem Mystifizismus und so, ja, das war auch ganz gut in Szene gesetzt. Aber mehr hat der Film dann aber auch nicht. Und das ist eben das, was mich dann auch so ein bisschen langweilt irgendwo, weil du hast nicht wirklich richtig Tempo drin, du hast nicht wirklich spannende Sachen drin, außer wie gesagt halt so diesen Mystifizismus, den fand ich ganz gut, aber das war's dann aber auch schon. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum der Film mir einfach nicht im Gedächtnis bleibt. Ich kann keine Zitate, also wenn ich Filme gucke, die ich bestimmt 3-4 Mal gesehen habe, dann bleiben mir so viele Szenen und auch Zitate in Erinnerung und das habe ich bei dem Film überhaupt nicht, gar nicht. Und finde ich ein bisschen schade, weil und für sich finde ich das Thema schon gut, aber es reicht meiner Meinung nach. Also für mich reicht es nicht ganz, um den Film da irgendwie eine Top-Bewertung zu geben. Deswegen gehe ich sogar ein bisschen niedriger als Gordon. Ich würde dem Film nur 65% geben. Und dann kommen wir auf eine Gesamtwertung von 79%. Das ist ja mit das breitgefächertste, was wir bisher hatten, oder? Würde ich sagen. Ja, das stimmt. Also, ja. Sonst ist ja immer die Bewertung, wenn wir was anderes besprechen, so 80, 80, 80, Julian 30. Deshalb halte ich mich ja auch in Zukunft raus oder gebe keine Bewertung ab. Aber ich weiß nicht, vielleicht spielt bei Gordon auch so ein bisschen mit rein, dass er sich eben sehr gut mit dem Thema an sich auskennt und dass es hier eben sehr mainstreamig verpackt wurde doch. Dass eben gewisse Sachen nur angerissen wurden. Also habe ich jetzt so verstanden, dass sich das. Ja, das sicherlich auch, wobei ich auch nicht finde, dass Roman Polanski gerade Filme unbedingt für den Mainstream macht. Nein, das sicher nicht, aber ich finde, so vom Erzählstil und Drehbuch und das alles, ich finde schon etwas mainstreamiger als andere von ihm. Wobei ich jetzt natürlich auch nicht alle gesehen habe, nur ein paar, aber man kann ihn gut gucken. Also ich finde, der guckt sich ganz gut weg und auch die, dass man da ein paar Details immer wieder mal entdeckt. Das denke ich auch. Also ich denke auch nicht, dass der jetzt wehtut. Nein, das nicht. Aber ich finde, er bleibt aber auch schlecht im Gedächtnis, also für mich zumindest. Mhm. Na gut, mich hat da so ein Ding gepackt, dass ich mir eine der wenigen Male das Buch gekauft habe. Ja. Nee, ja, aber so sind hier bleiben einige Szenen. Schon so sind Eindrücke halt unterschiedlich, ne? Ja. Naja, gut. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr noch etwas zu den neuen Folgen anmerken wollt, dann könnt ihr das natürlich wie gewohnt tun. Schreibt uns eine E-Mail an info@nightcrow.de, hinterlasst Feedback auf den Social Medias oder natürlich auf unserer Internetseite www.nightcrow.de. Bleibt eigentlich nur noch die Verabschiedung und da hören wir uns dann gleich. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die 79, Quatsch. Das war die Bewertung, die Gesamtprozentzahl. Nein, das war die 97. Ausgabe von, das mache ich jetzt, das ist gespiegelt, egal. Das war die 97. Ausgabe von Nightcrow. Ihr stand ganz im Zeichen von die neuen Pforten. An dieser Stelle wünsche ich all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen guten Tag, eine gute Nacht oder einen guten Abend, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Mich hört ihr dann erst wieder in Ausgabe 99, weil bei der 98 werde ich nicht dabei sein, weil Black Panther, wie gesagt, werde ich mir nicht anschauen. Und dann sage ich einfach mal, bis dann.
Tja, das finde ich sehr schade und auch sehr überraschend, aber gut, kann man natürlich nachvollziehen. Wahrscheinlich wird die Ausgabe dann zwischen mir und Gordon stattfinden und natürlich ist Black Panther, wenn diese Ausgabe hier draußen ist, bereits schon draußen. Also das heißt, da wird ihr ein klein bisschen drauf warten müssen, aber ich meine, gut, das ist natürlich auch nicht so schlimm. Ja, ich sage dann auch mal tschüss, bis dann, man hört sich und macht's gut. Ja, war schön, wieder dabei gewesen zu sein, auch tatsächlich, ja, so vor 10, 15 Jahren auch einer meiner Lieblingsfilme, mittlerweile nicht mehr ganz so. Ja, ich werde dann auch nächstes Mal nicht dabei sein, wenn ihr über die Biografie von Bagheera sprecht. werde ich mich raushalten. Ja, und ansonsten freue ich mich jetzt auf den dummen Spruch der Woche von Gordon und haltet die Augen und Ohren auf natürlich, Moontalk 500. Da sind wir ganz dicht dran. Natürlich moontalk.net. Einfach mal drauf gucken und am besten auch mal was im Cyborg schreiben, bisschen Feedback da lassen. Ansonsten findet man uns auch auf Facebook und natürlich unter network.moontalk.net. Da findet man ganz, 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 ganz viel auf unserem YouTube-Kanal. Dankeschön, bis zum nächsten Mal und tschüss. Gordon? Wo ist Gordon? Der überlegt sich einen guten Brüller für den Abschluss hier. Ja, so waren es schon alle durch, okay. Ja. Ja, ja, tschüss, bis dann. Black Panther muss leider noch ein bisschen warten, weil bei uns auf Sylt hält man das mal wieder nicht für nötig, den irgendwie zeigen zu müssen. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt irgendwie. Wenn es dann so die ganz großen Marvel-Verfilmungen sind, dann sehen sie das wohl irgendwie anders und holen sie sich dann mal gleich zum Start. Aber bei Black Panther ist das jetzt wieder nicht der Fall. Wahrscheinlich, weil den wieder niemand kennt oder sowas. Und bisher ist er nicht mal im Vorschauprogramm, was natürlich total toll für uns ist. Das heißt also, wir werden ihn wahrscheinlich wieder irgendwie in Husum oder in Flensburg oder sonst irgendwo gucken müssen. Was ein bisschen anstrengend ist. Das nervt immer ziemlich. Ja, das war dann die neuen Pforten und vielleicht zum Abschluss, wenn Liana im Film immer mit dem Teufel im Bunde steht, ist sie dann Satan's Little Telfer? Mm. Oh, ey. Oh. Nicht schlecht, nicht schlecht. Vielleicht hat sie auch 2¼ Katzen wegen der neuen Pfoten. Ja. Jens und out. Oder sie nimmt die Balkenroute. Naja.